Thank you.
Alle Teilnehmer bitte mal die Mikrofone ausschalten. Bitte auch die Teilnehmer mit Headsets die Mikrofone ausschalten, weil das gibt die Rückkopplung. Die Mikrofone auszuschalten, insbesondere die Headsets, die Mikrofone auszuschalten. Und nur, wenn Sie dran sind, das Mikrofon anzuschalten, dann wird Ihr Bild scharf geschaltet und der Ton kommt. Das sind die Rückkopplungen. Und am besten...
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr verehrte Vertreter der Bundesregierung, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, heute wieder in einer Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen. Wir hatten eben einige technische Probleme. Ich hoffe, dass wir die jetzt in dieser Anhörung nicht mehr haben werden. Das heißt, wir müssen uns auch besonders konzentrieren und darauf achten, dass die Mikrofone, wenn man nicht spricht, auch wirklich ausgeschaltet sind. Das gilt für alle hier im Raum, aber das gilt auch für alle, die also über Online-Meeting teilnehmen. Ich begrüße die Sachverständigen, die ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit Ihrem Namen anmelden, damit wir das auch entsprechend erkennen, wer zugeschaltet ist. Wir kommen jetzt zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite und den dazu vorliegenden Änderungsanträgen von CDU, CSU und SPD sowie vier Anträgen der Fraktion der AfD und jeweils einem Antrag der Fraktionen FDP, Die Linke und Bündnis 90, Die Grünen. Die Koalitionsfraktionen schreiben in ihrem Gesetzentwurf, dass aufgrund neuerer Erkenntnisse über Covid-19 und in Kürze möglich erscheinenden Impfprogramme eine weitere Fortentwicklung der bestehenden gesetzlichen Grundlage angezeigt sei, die bisher maßgeblich auf Grundlage des Paragraphen 28 folgende und 32 des Infektionsschutzgesetzes getroffenen notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie führten teilweise zu erheblichen Eingriffen in grundrechtliche Freiheiten, um den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Parlamentsvorbehalts aus Artikel 80 Absatz 1, Satz 1 und 2 des Grundgesetzes angesichts der länger andauernden Pandemielage und den weiter erforderlichen eingriffsintensiven Maßnahmen zu entsprechen, sei eine gesetzliche Präzisierung im Hinblick auf Dauer, Reichweite und Intensität möglicher Maßnahmen nötig. Außerdem soll die im Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst angestrebte Stärkung der Digitalisierung des ÖGD und anderen durch ein Förderprogramm des Bundes umgesetzt werden. Weiter geht es in dem Gesetzentwurf um Ausnahmen von Arztvorbehalt bei patientennahen Schnelltest und um künftig mögliche Schutzimpfungen und deren Finanzierung. Den insgesamt sieben Anträgen der Opposition mit unterschiedlichen Schwerpunkten ist gemeinsam, dass sie alle für eine Stärkung der Rolle des Parlaments in der Pandemiebekämpfung sich aussprechen. Soweit ein kurzer Überblick dessen, was wir heute diskutieren. Noch einige Informationen zum Ablauf der Sitzung. Die Anhörung dauert insgesamt 180 Minuten und ist in zwei Blöcke à 90 Minuten aufgeteilt. Im ersten Block geht es schwerpunktmäßig um die gesundheitspolitischen Regelungen des Gesetzentwurfs und der Anträge und im zweiten Block nach einer kurzen Pause um die rechtlichen Aspekte. Diese zweimal 90 Minuten werden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke aufgeteilt. Dabei entfallen auf die CDU-CSU 32 Minuten, auf die SPD 19 Minuten, auf die AfD 11 Minuten, auf die FDP 10 Minuten und auf Linke und Bündnis 90, die Grünen, 9 Minuten. Abgeordnete aus den mitberatenden Ausschüssen können in Absprache mit ihren Fraktionen im Rahmen des Fraktionskontingentes Fragen stellen. Ich darf alle bitten, auch die Fragen und auch die Sachverständigen, sich möglichst kurz zu fassen,
damit wir möglichst viele Fragen und Antworten erleben können. Die aufgerufenen Sachverständigen werden gebeten, bevor sie die Frage beantworten, Name und Verband zu nennen. Und sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie bei uns hier im Saal zugeschaltet, auch mit Bild. Des Weiteren bitte ich darum, die Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingeln kostet 5 €. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung live im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Das Wortprotokoll der Anhörung wird morgen auf der Homepage des Ausschusses veröffentlicht. Und ich danke allen Sachverständigen dafür, dass sie schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, zumindest denen, die es dann tatsächlich auch getan haben. Und die Anhörung, der erste Teil, beginnt jetzt mit einer Frage aus der CDU-CSU-Fraktion. Und die erste Frage stellt die Kollegin Karin Mack. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine erste Frage richtet sich an die Einzelsachverständige, Frau Dr. Anne Bunte. Frau Dr. Bunte, herzlichen Dank, dass Sie in diesen Zeiten auch noch für Ausschusssitzungen zur Verfügung stehen. Meine Frage lautet, angesichts der aktuellen Infektionslage müssen wir ja nun jetzt die richtigen Maßnahmen treffen, um der Pandemie zu begegnen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund insgesamt den vorliegenden Gesetzentwurf? Frau Dr. Bunte. Herr Mark, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die Präzisierung und die entsprechende Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes an sich wird von mir begrüßt, dabei aus der täglichen Erfahrung. Ich durfte ja sowohl in einer lokalen Ausbruchssituation im Juni, Juli mit dem Chinese-Ausbruch erleben, was das bedeutet, welche Konsequenzen es für ein Gesundheitsamt und eine ganze Region hat. Und jetzt aktuell haben wir eben ein diffuses Infektionsgeschehen mit Clustern. Es ist allen bekannt, dass in hohem Maße jetzt die Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage sind, Einzelfällen nachzugehen. Es steht die Zahl von 75% im Raum. Wir bemühen uns derzeit und sind darauf auf einem Weg, das noch etwas besser zu machen. Aber auch wir priorisieren und von daher begrüße ich sehr, dass wir jetzt auf der Bundesebene durch das Infektionsschutzgesetz da diese Klarheit bekommen. Über einzelne Punkte kann man sicherlich noch sprechen, wird auch weiter gesprochen werden. Aber zum Beispiel da die nicht abschließenden Aufzählungen der Maßnahmen in § 28 begrüße ich sehr. Denn je kleinteiliger Maßnahmen ergriffen werden, desto schwerer ist es auch der Bevölkerung vermittelbar. Das als ein kurzes Statement. Vielen Dank. Herr Henke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Ferdinand Wollenschläger und er bezieht sich auf die Änderungen in dem § 5 Infektionsschutzgesetz, zum Beispiel hinsichtlich der Anordnung einreisender Personen. Ich würde gerne Ihre Bewertung dieser hier neu vorgesehenen Regelung kennenlernen. Herr Professor Dr. Wollenschläger. Guten Morgen, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Die Änderungen in § 5 des Infektionsschutzgesetzes sind zu begrüßen aus meiner Sicht, weil sie die Diskussion um die Verfassungskonformität dieser Bestimmung zum einen entschärfen und zum anderen trägt der Bundestag durch die Änderungen, unabhängig jetzt auch von der verfassungsrechtlichen Bewertung des § 5, seiner bestehenden Pflichtrechnung die Delegation von Entscheidungsbefugnissen auf die Exekutive kontinuierlich zu beobachten und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Zu den beiden Änderungen. Zum einen wird die Befugnis, Anordnung hinsichtlich einzelner Personen und Reiseunternehmen zu treffen, durch eine Verordnungsermächtigung ersetzt. Und damit wird den Einwänden an der Verfassungswidrigkeit mit Blick auf die Verwaltungskompetenzen des Grundgesetzes Rechnung getragen. Des Weiteren schafft der Bundestag die sehr weite Ermächtigungsgrundlage des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ab, weil er sie für nicht mehr benötigt erachtet. Und das ist ja eine Vorschrift, die sich auch wegen ihrer Weite erheblicher verfassungsrechtlicher Kritik ausgesetzt sah. Vielleicht darf ich eine kleine Fußnote anmerken mit Blick auf diese verfassungsrechtliche Kritik. Natürlich handelt es sich bei den Vorschriften wegen ihrer Breite
sozusagen um brisante Verordnungsermächtigungen. Wogegen ich mich allerdings wenden möchte, ist die pauschale Kritik, die an § 5 des Infektionsschutzgesetzes angebracht wurde, wie ich das ja auch schon im Rahmen der ersten Anhörung betont habe, weil die Kritik eben nur möglich ist, nicht pauschal, sondern nur in Auseinandersetzung mit den einzelnen Verordnungsermächtigungen. Und ein letzter Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass sich die Tragweite des § 5 des Infektionsschutzgesetzes durch den aktuellen Antrag geändert hat, weil die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die in Absatz 1 der Vorschrift vorgesehen ist, nunmehr auch für die spezifischen Schutzmaßnahmen des 28a gilt, die wir ja dann im zweiten Teil diskutieren. Vor diesem Hintergrund möchte ich aber mit Blick auf § 5 betonen, dass es sich meines Erachtens empfiehlt, eine Definition der epidemischen Lage von nationaler Tragweite in den Absatz 1 aufzunehmen. Und hierfür hat ja auch der Formulierungsvorschlag für das erste Pandemiegesetz eine Formulierung unterbreitet, die man auch um eine Beobachtungspflicht und um eine Befristungsregelung ergänzen kann. Ein allerletzter Punkt, auch ohne eine Änderung des § 5 Absatz 1 ist es, und das möchte ich betonen, weil das oftmals anders vertreten wird, so, dass die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite an materielle und aktuell auch vorliegende Voraussetzungen geknüpft ist und dabei stellt, anders als dies auch teilweise vertreten wird, die drohende Destabilisierung des Gesundheitssystems einen wichtigen, aber auch nur einen Aspekt dar. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Henrich. Ich würde meine Frage gern an die Bundesärztekammer richten und von der Bundesärztekammer gerne wissen, wie Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage den vorliegenden Gesetzesentwurf bewertet. Herr Professor Dr. Scholz. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich hören. Mein Name ist Carsten Scholz. Ich bin Justiziar der Bundesärztekammer. Die Bundesärztekammer begrüßt den vorliegenden Antrag der Fraktionen, jetzt in einem dritten Bevölkerungsschutzgesetz die ersten beiden Bevölkerungsschutzgesetze zu ändern und zu ergänzen und der aktuellen Lage anzupassen. Herr Professor Wollenschläger hat ja eben schon deutlich gemacht, dass hier auch verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung getragen wird. Inwieweit Sie jetzt im Einzelfall, das ist sicher andere mehr berufen als die Bundesärztekammer, hier zu Details der verfassungsrechtlichen Frage Stellung zu nehmen. Wichtig erscheint uns tatsächlich auch, dass fortwährend und immer wieder auch durch ja Debatten auch hier von Ihnen hier im Bundestag überprüft wird, welche Maßnahmen verhältnismäßig sind, wie sie angepasst werden und welches Maßnahmenbündel zusammengetragen wird. Das ist sicher schwierig, auch für Teile der Bevölkerung es nachzuvollziehen. Aber wir sind eben halt in einer Situation, dass täglich neue Erkenntnisse vorliegen oder sich die epidemische Lage dann auch ändert. Wenn Sie unsere Stellungnahme sehen, dann glauben wir aber, dass vor dem Hintergrund der jetzt ja sich abzeichnenden oder Hoffnung machenden neuen Erkenntnisse zu den Impfungen hier natürlich schon auch nochmal Diskussionen stattfinden müssen, wie man dann auch die Nebenwirkungen und Risiken, die bei einer solchen Impfung dann da sind. Und insofern glauben wir, dass hier noch Diskussions- und Nachbesserungsbedarf besteht und wir deshalb hier dafür eintreten würden, hier doch eine stärkere Kontrolle zu machen und auch die Institutionen, die bei der Pharmakovigilanz inzwischen tätig sind, dazu gehört auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die genauso wie die Apotheker ja auch hier Dinge tragen, auch mit hereinzuziehen und hier keine neuen Strukturen aufzubauen. Wichtig ist uns auch, dass natürlich dann hinterher, wenn dann im Einzelfall die Bundesregierung ja dann ermächtigt wird, durch der Verordnungskompetenz Gebrauch zu machen, die Maßnahmen im Einzelfall dann abgewogen werden. Insofern gibt ja das Infektionsschutzgesetz einen Rahmen vor, der dann im Einzelfall angewendet werden muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mark. Ich frage nochmal Frau Dr. Bunte. Dem ÖGD kommt ja bei der Eindämmung der Pandemie jetzt eine wesentliche Rolle zu. Wir, über die Nachverfolgung haben wir, der Kontakt haben wir ja schon gesprochen. Hielten Sie es vor dem Hintergrund Ihrer aktuellen Arbeit für angeraten, die epidemische Lage von nationaler Tragweite derzeit momentan wann aufzuheben? Wann machen Sie auf? Ich darf alle Kollegen
bitten, das Mikro auszuschalten. Frau Dr. Bunte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Dr. Anne Bunte, Kreis Gütersloh-Abteilung Gesundheit. Nein, also das sicherlich nicht, denn wir haben gerade heute die Inzidenz, die 7-Tages-Inzidenz der 200 in einem Flächenkreis gerade überstiegen dabei. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig. Wir beobachten weiterhin im Moment noch hohe Fallzahlen. Zum Glück jetzt, seitdem die Maßnahmen jetzt doch schon einige Tage laufen, mit einer etwas stabil wirkenden Situation. Sie merken, wie vorsichtig ich dabei bin. Wir sehen die starke Belastung auch unserer Kliniken, die ja auch sehr unterschiedlich verteilt sind. Wir haben relativ wenig Krankenhäuser hier im Kreisgebiet. Und das, was eben auf der sozusagen übergeordneten Ebene von den Vorrednern gesagt worden ist, kann nur dazu führen, dass wirklich jetzt momentan eben diese Lage weiter bestehen bleiben muss, dass die entsprechenden Maßnahmen, insbesondere zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung, weiter aufrechterhalten werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch diese Frage richtet sich an Frau Dr. Bunte. Und zwar geht es mir darum, dass wir die meldepflichtigen Labore verpflichten wollen, künftig eine SARS-CoV-2-Meldung über das elektronische Melde- und Informationssystem DEMIS vorzunehmen. Dann soll in einem zweiten Schritt eine entsprechende Einbeziehung etwa von Arztpraxen folgen. Und ich würde gerne wissen, wie Sie diese Regelung bewerten und wie das in Verbindung mit den im Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vorgesehenen Stärkungen der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wirksam sein kann, kann es hilfreich sein. Frau Dr. Bunte. Ja, Herr Dr. Anne Bunte, Herr Henke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich begrüße sehr, dass wir hier jetzt mit DEMIS dann schnellere Möglichkeiten bekommen. Wir sind im Moment froh bei der Vielzahl der Labore, die in jeder Region da tätig sind und gefunden, wenn wir schon heute Schnittstellen haben, weil etwas, was wir hier zur Beherrschung der pandemischen Lage und zur schnellen Nachverfolgung, Halt und Unterbrechung der Ketten brauchen, sind ein schneller Zugriff auf die Befunde. Und von daher kann ich nur wirklich sagen, je schneller wir das elektronisch umstellen, desto besser. Die Labore sind sehr hilfreich. Ich habe jetzt noch in der Post schriftliche Befunde. Dann wissen Sie, mit wie viel Zeitverzögerung das kommt. Es ist ein Unterschied, ob Sie sozusagen mit erstellen einen schnellen Zugriff haben. Und wenn dann im Nachfolgenden auch die Arztpraxen mit ihren Meldungen nicht mehr unsere Faxe quasi blockieren, um auf sicheren Wegen das zu melden, ist auch das eine deutliche Arbeitserleichterung. Damit verbunden sollte auch sein, dass sehr umfassend die Meldung kommt. Heutzutage bekommen wir zum Teil nur Namen und müssen erst lange recherchieren, wie wir an die weiteren Daten kommen. Diese Daten liegen in Arztpraxen vor. Und die nächste Frage, die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Da brauchen wir bundesweit relativ einheitliche Strukturen. Ob rein die Schnittstellen reichen, weiß ich nicht, weil allein der Austausch und die Weitermeldung auch an andere Gesundheitsämter mit unterschiedlichen Systemen ist komplex. Jede Vereinfachung digital ist zu begrüßen. Von daher begrüßen wir den Pakt, aber wir würden es auch begrüßen, wie hier, wenn klare Rahmenbedingungen auch auf der Bundesebene gesetzt werden. Und die schnelle Kommunikation mit dem RKI, die ich auch im Rahmen eines Ausbruchs sehr konkret erleben konnte, mit den komplexen derzeit noch vorhandenen Strukturen, führt dazu, dass man diese Änderungen, die jetzt angedacht sind, wirklich auch von der Arbeitsebene wirklich herbeisehnt, muss ich schon ganz klar sagen. Denn je schneller es geht, desto mehr Arbeit sparen wir hier und desto weniger Personal brauchen wir mit all den Konsequenzen, die Sie sich vorstellen können. Auch Fehlervermeidung dabei. Also in jeder Hinsicht ist es erforderlich und von daher willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Michael Henrich. Ich würde meine Frage gern an die Bundesärztekammer richten. Wir haben von Seiten der Unionsfraktion im Mai diesen Jahres den Vorschlag gemacht, angesichts der Corona-Pandemie, dass wir den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, nach entsprechenden Vorgaben des GBA
Hochrisikogruppen und Hochrisikopatienten FFP2-Masken zu verordnen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Herr Professor Dr. Scholz. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ja eine auch Maßnahme, die jetzt seit letzter Zeit etwas länger diskutiert wird. Wir als Bundesärztekammer glauben, dass das durchaus sinnvoll und hilfreich sein kann. Wenn man hier in Berlin mit der S-Bahn fährt, sieht man teilweise auch Patienten oder ja, Bürger, die dort in der S-Bahn sitzen, wo man sich das sehr gut vorstellen kann, dass man sie dadurch auch unterstützen kann und damit auch ja, möglicherweise auch Kontakte ja ermöglichen kann und andere Dinge. Wir geben aber zu bedenken, dass auch klargestellt sein muss, dass dieses dann auch auf jeden Fall durch die Krankenkassen finanziert wird. Und man sollte auch dann noch mal prüfen, wenn Sie diesem Vorschlag näher treten, ob man dann möglicherweise klarstellt noch in den Regelungen die Wirtschaftlichkeitsprüfung, dass hier dann keine Regresse dann stattfinden. Das hat man ja auch getan bei der Kauf von Impfstoffen, wenn dort eben halt saisonale Impfstoffe, Grippeimpfstoffe, vorher hat es in der Vergangenheit ja auch Diskussionen gegeben, wenn dort etwas mehr bestellt worden ist. Und auch hier sollte man dann eine Sicherheit geben, dass hier keine Regressdrohungen bestehen, dass da nicht eine Diskussion stattfindet. Aber unter diesen Rahmenbedingungen, dass eben die Finanzierung sichergestellt ist, würden wir diese Maßnahme unterstützen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Karin Mack. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband, der Expertenbeirat beim Bundesgesundheitsministerium zum Thema Unterstützung für Krankenhäuser in der Corona-Pandemie tagt ja heute. Der GKV-Spitzenverband ist vertreten. Können Sie uns über den aktuellen Diskussionsstand für ein mögliches weiteres Hilfspaket zugunsten der Krankenhäuser berichten? Und welche Aspekte müssten aus Ihrer Sicht in einem möglichen Rettungsschirm berücksichtigt werden? Herr Kiefer. Ja, herzlichen Dank, Frau Abgeordnete Mark, meine sehr verehrte Damen und Herren, Herr Vorsitzender. Ja, es ist richtig, ich glaube, ziemlich zeitgleich zu dieser Anhörung im Deutschen Bundestag tagt der Expertenbeirat. Und ich glaube, das wichtige Thema, was da verhandelt wird, heißt sozusagen, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden und welche gegebenenfalls finanziellen Regelungen sind zu machen, um für Fallkonstellationen, wo unsere intensivmedizinischen Kapazitäten gegebenenfalls sozusagen an Grenzen kommen, dann auch entsprechende Reaktionsmöglichkeiten zu machen. Ich will nur mal kurz eine Zahl nennen. Wir haben zurzeit also ausweislich der Meldungen im Divi-Register eine Gesamtzahl von intensivmedizinischen Behandlungen im Umfang von etwa 3.120 Patientinnen und Patienten. Davon sind intensiv beatmete Patienten etwas mehr als 50%. Wir wissen alle, dass es seriöse Abschätzungen gibt, dass leider zu erwarten ist, dass in den kommenden Tagen und Wochen diese Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten steigen wird. Unser Punkt heißt, wir sollten gemeinsam, wie das ja auch schon getan ist, aus den Erfahrungen des Frühjahres lernen. Das heißt, wir brauchen Maßnahmen, die zielgerichtet und zielgenau sind. Konkret bedeutet dies, dass wir uns fokussieren auf diejenigen Häuser, die Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreuen. Das kann man, glaube ich, auch in einer sauberen Definition, was die Frage des Versorgungsumfangs der Häuser betrifft, abgrenzen. Wir sollten zweitens deutlich machen, dass ab einem bestimmten Schwellenwert der Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten gegebenenfalls Freihaltemaßnahmen notwendig sind mit finanzieller Entlastung. Und wenn man so vorgeht, das heißt also eine strukturierte, nach bestimmten Priorisierungen gefasste Definition, die auch einheitlich gelten sollte und dann auch von den Ländern so mitgetragen und angewendet wird, hat man eine zielgenaue Konstruktion, hat das Ausmaß sozusagen der Fehlsteuerung, das wir ja im Frühjahr gesehen haben, zu viel sozusagen Lehrbettenpauschalen, die vom Bund finanziert worden sind, roundabout bisher Ausgaben von 9 Milliarden Euro zulasten des Bundeshaushaltes.
Da sollten wir daraus lernen. Das heißt Konzentration auf die Häuser, die Covid-Patienten intensivmedizinisch betreuen. Eine Stufung, wann denn den Ländern angeraten wird, entsprechende Verordnungen zu erlassen zur Freihaltung von Betten. Und das bundeseinheitlich. Und klar ist, es handelt sich dann um entsprechende Maßnahmen im Zusammenhang der Bekämpfung der Pandemie. Und da ist die Erkenntnis, glaube ich, richtig gewesen, dass im Frühjahr der Bundesgesetzgeber dafür in die Finanzverantwortung gegangen ist. Und diese Erkenntnis muss auch jetzt bei einem zielgenaueren Paket natürlich so sein, dass nach unserer Auffassung der Bundesgesetzgeber für dieses zielgenaue Paket, was weit weniger Finanzumfang haben wird, als die im Bundeshaushalt insgesamt für 2020 freigegebenen 10,5 Milliarden Euro, dann aber wieder in die Verantwortung geht. Das ist die Linie, mit der meine Kollegin gemeinsam mit unseren Kassenkollegen und den Wissenschaftlern zurzeit im Beirat berät. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Heike Bremer. Die ist online zugeschaltet. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, dass ich diese Frage stellen darf. Die Stellungnahme des DAV und des DTV und des DIHOGA und IHA wurden Ihnen ja per Mail übermittelt. Der Tourismus ist in der Pandemie eine der am massivsten betroffenen Wirtschaftsbranchen. Am 28.10. haben die Ministerpräsidenten außerordentliche Wirtschaftshilfen für die temporären Schließungen betroffenen Unternehmen beschlossen. Im Entwurf des dritten Gesetzes ist im Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz bei kurzfristiger Untersagung, Beschränkung von Übernachtung oder Schließung gastronomischer Einrichtungen ohne expliziten Rechtsanspruch auf Entschädigung vorgesehen ist. Nach Auffassung der ersten aktuellen Rechtsprechung des OVG Magdeburg vom 4.11. eines Eilantrages auf Außervollzugsetzung eines Beherbergungsbetriebes wurde abgelehnt mit der Begründung, dass entsprechende Entschädigungsansprüche im Eckpunktepapier von Bund und Ländern zugesagt worden sind. Der Verwaltungsgerichtshof München hat in seinem Beschluss vom 5.11. dieses ausdrücklich bestätigt. Und ich würde gerne wissen vom Arbeitgeberverband und von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände von Herrn Roland Wolf und Dr. Kai Ruge, wie bewerten Sie die Streichung des expliziten Rechtsanspruchs auf Entschädigung unter Berücksichtigung der nun schon vorliegenden aktuellen Rechtsprechung? Vielen Dank. Herr Wolf, ja, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Herr Vorsitzender, wir fordern schon lange, dass eine systematische, in sich geschlossene Erstattungs-Entschädigungsregelung ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden müsste. Eine solche Regelung, Sie haben es angesprochen, fehlt bisher. Natürlich ist es ein von großem Vorteil, wenn Leistungen jetzt in der Pandemie aufgrund kurzfristiger Kabinettsbeschlüsse zugesagt und dann schlussendlich hoffentlich auch bewilligt werden. Das stellt niemand in Abrede, aber das Infektionsschutzgesetz sieht eben ein in sich geschlossenes System solcher Entschädigungen bisher nicht vor. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, aber dem Grunde nach auch die ordentliche Gerichtsbarkeit, verlangt das eigentlich, weil man sagt, das sind enteignungsgleiche oder enteignende Eingriffe. Da muss eine Grundlage für solche Entschädigungsleistungen systematisch geschaffen werden. Und daher regen wir auch in unserer Stellungnahme an, dass eine solche systematische Grundlage, Sie haben einige Branchen angesprochen, aber das geht dem Grunde nach branchenweit im Infektionsschutzgesetz verankert wird, aus dass ich bei Inkraftsetzen dieses Gesetzes niemand mehr vorstellen konnte, dass wir irgendwann mal eine Situation wie die jetzige haben und deswegen darauf verzichtet wurde. Aber so eine Regelung, eine in sich systematische und geschlossene Regelung, halten wir für absolut notwendig. Vielen Dank. Herr Dr. Ruge, Sie haben das Wort. Das Wort hat die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Herr Dr. Ruge.
Herzlichen Dank. Uwe Beigeordneter beim Deutschen Landkreistag, heute auch sprechend für den Städtetag gemeinsam. Wir begrüßen den Wegfall dieser Regelung. Wir haben gesehen, dass wir eine Benachteiligung gerade im Bereich des besonders betroffenen Tourismus haben und erhoffen uns durch den Wegfall der bisherigen Quarantäneregelung generell, dass der Tourismus an dieser Stelle befördert wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich würde meine Frage gerne an den... Ich glaube, Herr Dr. Ruge, Sie müssen noch das Mikro ausschalten. Ich würde meine Frage gerne an den GKV-Spitzenverband Bund und den PKV-Verband richten. Und zwar die Finanzierung von Covid-19-Schutzimpfungen in Impfzentren soll einfach und effizient gestaltet werden. Deshalb soll eine pauschale Finanzierung und eine Beteiligung der PKV entsprechend dem Anteil der Privatversicherten an der Gesamtbevölkerung vorgesehen werden. Wie bewerten Sie diese Regelung? Herr Kiefer. Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Gerhard Kiefer, GKV-Spitzenverband. Ja, es ist richtig, dass die Finanzverantwortung auch auf mehrere Schultern gelegt wird. Und wir als GKV haben 90% der Bevölkerung mit Krankenversicherungsschutz abgesichert. Deshalb sind wir natürlich damit auch in der Finanzverantwortung. Aber ich will deutlich sagen, es ist sehr zu begrüßen, dass vorgesehen ist, dass die Unternehmen der PKV die Krankenversicherungsschutz als sogenannte Vollversicherung anbieten, ebenfalls in die Verantwortung kommen. Sie beziehen deshalb ja auch Beiträge in Form des Erhebens von Prämien von ihren Versicherten. Und dann ist das ja auch eine Frage sozusagen, die ist logisch und zwingend. Dass das pauschal geregelt wird, halte ich für zweckmäßig und vernünftig. Nur einen Hinweis geben, man muss doch bitte genau gucken, wie hoch der Anteil ist. Es ist nach unserer Auffassung, sind 10% der Bevölkerung privat versichert. Es gibt hier eine gewisse technisch zu lösende Aufgabenstellung, weil einige dann, insoweit sie auch beihilfeberechtigt sind, nur teilversichert sind. Aber ich sage mal, wenn man es konsequent macht, und das ist die Linie im Entwurf, dann reden wir hier von 10% Beitrag der PKV. Und vielleicht in einem Innenverhältnis eine Regelung zwischen PKV und Beihilfestellen, wie das dann untereinander glattgezogen wird. Das sollte aber nicht die Allgemeinheit belasten, sondern dann konsequent durchgezogen werden. Vielen Dank, Herr Dr. Reuter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Henrich, für die Frage. Ich kann es, glaube ich, recht kurz machen. Wir begrüßen die vorgeschlagene Regelung, wie Herr Kiefer zu Recht ausgeführt hat, ist das Thema der Impfung natürlich auch etwas für die Krankenversicherung, und zwar für die gesetzliche wie die private Krankenversicherung. Und deswegen tragen wir auch unseren Anteil entsprechend dem Anteil an der Kostentragung hier mit an den Impfkosten, soweit keine Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln erfolgt, wie es eben eigentlich für Maßnahmen des Infektionsschutzes insgesamt natürlich der als gesamtgesellschaftliche Aufgabe der richtige Weg ist. Zu dem Anteil ist zu sagen, das ist natürlich ein pauschales Verfahren, in dem aber der Anteil der Beihilfe im Grunde genommen eingerechnet ist. Wir glauben, dass dieses pauschale Verfahren jetzt für die erste Phase der Impfung auch das Richtige ist, um möglichst schnell und einfach hier loslegen zu können, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. In der zweiten Phase ist es dann sicher richtig, auch in die reguläre Versorgung die Impfung zurückzugeben und dann auch die Finanzierungswege zu nutzen, die hier vorhanden sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Reuter hat für die PKV geantwortet. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an die Bundesärztekammer und sie bezieht sich auf die Regulierung zum Reiseverkehr. Da ist neu vorgesehen, dass die Bundesregierung in einer Rechtsverordnung die Unternehmen, die Eisenbahn, Bus, Schiffs, Flugverkehr organisieren und andere, die mit Reisen befasst sind, verpflichten kann, daran mitzuwirken, dass Beförderungen aus einem Risikogebiet
ausländischen Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland unterbleiben, sofern eine Rückreise von Personen mit Wohnsitz in Deutschland weiterhin möglich ist. Wie würden Sie diese Regelung einschätzen? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Scholz, Sie haben 2 Minuten zur Antwort. Ja, vielen Dank, Herr Henkel. Ja, ich glaube, ich brauche die 2 Minuten nicht. Ich kann sie relativ kurz fassen. Die Bundesärztekammer hält auch dieses als Maßnahme für sachgerecht. Wichtig, das hatten wir im Vorfeld geltend gemacht, ist, dass es um Personen ja hier geht, die hier ihren Wohnsitz dann in der Bundesrepublik Deutschland haben. Man muss dann nochmal genau schauen, welche aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen dort vorgesehen sind. Da gibt es eine Einschränkung, da haben wir gewisse Zweifel, ob dort die Reiseunternehmen dazu in der Lage sind, diese Dinge zu machen. Aber im Grundsatz halten wir auch dieses für eine Maßnahme, die in das Gesamtbündel hineingehört. Vielen Dank. Vielen Dank, das war kurz. Es wäre noch 1 Minute Zeit, aber ich schlage vor, dass wir die 1 Minute an die 2. Runde dranhängen. Und dann stellt jetzt die 1. Frage für die SPD-Fraktion Frau Dittmar. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Krause. Mit dem Entwurf für ein 3. Bevölkerungsschutzgesetz wollen wir das Infektionsgesetz noch einmal an die notwendigen Stellen anpassen. Ziel ist es, mit den Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate die Instrumente zur Eindämmung der Pandemie weiter zu verbessern. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund aus epidemiologischer Sicht? Herr Professor Dr. Krause. Vielen Dank. Kann man mich gut verstehen? Ja. Ja, mein Name ist Gerard Krause, ich leite die Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und bin Professor für Infektionsepidemiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Detaillierte Ausführungen zu diesem Thema finden Sie in einer schriftlichen Stellungnahme, wo auch meine Interessenerklärung aufgeführt ist. Ich möchte vorab klarstellen, dass ich die aktuelle epidemiologische Lage weiterhin als sehr ernst einstufe. Ihre Frage, Frau Abgeordnete, bietet sich ja oder richtet sich ja an 2 Abschnitte im IFSG, nämlich Abschnitt 3 und 5. Zunächst mal zu Abschnitt 3. Der Paragraph 11 schreibt eine jeweils einen Arbeitstag zeitversetzte Datenübermittlung vom Gesundheitsamt über die Landesbehörde zum Robert-Koch-Institut vor. Dies führt aus meiner Sicht zu einer fachlich nicht begründeten Verzögerung, die auch dem Stand der Technik nicht entspricht und meines Ermessens die Lageeinschätzung und auch die transparente Kommunikation zwischen den Behörden behindert. Derselbe Paragraph 11 verbietet es aktuell sogar, den Gesundheitsämtern pseudonymisierte Daten an die Landesbehörden und an das RKI zu übermitteln, die aus meiner Sicht für die Bewertung und für die Bewältigung der Pandemie besonders wichtig wären. Auch da finden Sie in der Stellungnahme von mir konkrete Hinweise zu. In diesem jetzt aktuellen Änderungsentwurf gibt es eine Passage, wo positive Ergebnisse aus den sogenannten Schnelltests von der Meldepflicht jetzt komplett ausgeschlossen werden sollen. Das verstehe ich nicht, denn es birgt die Gefahr einer zunehmenden Untererfassung von Fällen und steht außerdem im Widerspruch zu den internationalen Falldefinitionen, denen wir auch als Land verpflichtet sind. Nun zu dem Abschnitt 5. Der neu vorgeschlagene und ja bereits mehrfach angesprochene Paragraph 28a ist meines Ermessens aus mehreren Gründen nicht so gut geeignet, die Ziele, die in der Gesetzesbegründung formuliert sind, zu erfüllen, und zwar aus 5 Gründen. Erstens, ein einziger Indikator kann eine sachgerechte Lageeinschätzung nicht sachgerecht gewährleisten. Zweitens, der gerade hier gewählte Indikator ist in besonderer Weise dazu nicht so gut geeignet. Drittens, selbst wenn es einen geeigneten Indikator gäbe oder einen geeigneten Grenzwert gäbe, würde dieser durch neue Entwicklungen, neue wissenschaftliche Entwicklungen, Methoden vermutlich schneller hinfällig, als dass eine neue Gesetzesänderung dem hinterherkommen könnte. Viertens, im Absatz 2 wird ja hier eine Unterscheidung vorgenommen zwischen schwerwiegenden oder stark einschränkenden oder einfachen Maßnahmen. Und ich finde, allein sprachlich ist das hier keine Steigerung oder keine Skala auf einer Dimension. Fünftens, die genannten Stufen, die da gerade aufgeführt worden sind, sind nicht mit irgendwelchen Maßnahmen im Absatz 1 gekoppelt oder definiert. Und damit fürchte ich, erfüllt nun gerade dieser Absatz sein eigentliches Ziel, nämlich Rechtssicherheit zu schaffen, gerade nicht. Um dieses Ziel zu erreichen,
schlage ich stattdessen vor, Absatz 2 sollte vollständig auf definierte Schwellenwerte verzichten und stattdessen regeln, dass das Robert-Koch-Institut in Benehmen mit den Landesbehörden Empfehlungen für Maßnahmenindikationen erarbeitet, wie das auch in anderen Bereichen bereits geübte Praxis ist, und diese dann situationsgerecht aktualisiert und hierbei geeignete Indikatoren auch verwendet. Zum Teil wären übrigens genau diese Indikatoren diejenigen, die die Gesundheitsämter derzeit nicht an die Länder oder RKI übermitteln dürfen. Zudem sollte dringend ein bundesweites Mortalitätsregister eingerichtet werden, so wie es der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten in seiner Stellungnahme vom letzten Juni bereits vorgeschlagen hat, weil diese Information auch sehr wesentlich zur Pandemiebewältigung ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mattheis von der SPD-Fraktion online. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich richte meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Krause. Und auch mir geht es nochmal um die digitale Meldeverfahren, die wir ja weiter verbessern wollen. Und könnten Sie nochmal näher darauf eingehen? Sie haben es in der ersten oder in der vorangehenden Antwort schon mal angesprochen. Aber ich würde ganz gerne nochmal konkret wissen, welchen Handlungsbedarf Sie da sehen. Vielen Dank. Ja. Herr Professor Dr. Krause. Im Infektionsschutzgesetz ist ja zum Teil schon eine gewisse Digitalisierung oder eine Entwicklung von Digitalisierung vorgeschrieben, die ja auch jetzt mit dem es schon erste Schritte unternommen hat. Dort wird insbesondere der Medienbruch adressiert von den Krankenhäusern zu den Gesundheitsämtern, von den Laboren und den Arztpraxen zu den Gesundheitsämtern. Das ist sehr wichtig und dringend und kann ich nur begrüßen. Was in diesem Verfahren nicht so explizit und nicht so deutlich formuliert ist und auch dringend notwendig ist, ist der Informationsaustausch zwischen den Gesundheitsämtern, zwischen den Gesundheitsämtern und den Landesbehörden und zwischen den letztgenannten und dem Robert-Koch-Institut. Und zwar auf eine Art und Weise, dass keine unnötige Zeit verloren geht und auf eine Art und Weise, dass die Informationen für die Maßnahmenbewältigung oder die Maßnahmeneinschätzung, dass diese Informationen auch verfügbar sind. Und da steht eben dieser Paragraph 11 im Weg, der ganz klar einschränkt oder definiert, was übermittelt werden darf. Und aufgrund dieser Einschränkungen können sehr wesentliche Daten, jedenfalls aus meiner Sicht sehr wesentliche Daten, nicht vom Gesundheitsamt an die Landesbehörde und von dort ans RKI übermittelt werden, obwohl das Gesundheitsamt diese Daten vor Ort vorrätig hat. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den KBV und an die akkreditierten Labore. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie die im Gesetzentwurf vorgesehene Aufhebung der Meldepflicht bei Antigen-Schnelltests an. Können Sie bitte noch einmal kurz erläutern, wo Sie Probleme sehen und wie sie behoben werden sollten? Vielen Dank. Herr Dr. Gassen, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage an das Gastenkassenetz der Bundesvereinigung. Naja, die Aufhebung der Meldepflicht, auch jetzt gerade bei der Durchführung dieser Tests durch Fachanwender, könnte natürlich und wird natürlich zu einem deutlichen Rückgang der Meldung an die Gesundheitsämter führen. Und wir haben es vorhin in vielen Wortbeiträgen schon gehört, da man die Kontaktnachverfolgung natürlich als ein wesentliches Instrument auch ansieht, würde die weiter erschwert, weil wir natürlich einen noch viel größeren Bias und eine viel größere Dunkelziffer bekämen. Da die Testgüte zumindest vergleichbar mit anderen immunologischen Verfahren ist, für die es solche Ausnahmen nicht gibt, sehen wir die Aufhebung der Meldepflicht bei den POC-Antigentests allenfalls dann für adäquat, wenn sich daran ein unmittelbarer Bestätigungstest anschließen würde. Vielen Dank auch, dass Sie trotz Urlaub an dieser Anhörung teilnehmen. Herr Müller, Sie haben das Wort. Ja, Dr. Müller, Verband der akkreditierten Labore in der Medizin, nur eine kurze Ergänzung dazu. Wir haben sonst im Infektionsschutzgesetz auch für den direkten Nachweis, sei es durch PCR oder Antigenteste, die Meldepflicht erhalten. Es erschließt sich nicht, warum wir das bei SARS-CoV-2 anders machen sollten, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es kann auch die Entwicklung geben, dass die Antigenteste zum Beispiel im Labor so gut sind, dass eine Bestätigung durch eine molekularbiologische Methode, die PCR, nicht mehr notwendig ist, dann würden wir hier die Meldepflicht nicht haben. Und das Risiko der Doppelmeldung, das schätze ich als gering ein, lieber wie in anderen Fällen, Influenza, Noroviren, kennen wir das auch,
eine Doppelmeldung haben als gar keine, also gar keine Information haben. Deswegen erschließt sich nicht, warum wir das für die Antigenteste, sei es in der Arztpraxis durchgeführt oder im Labor durchgeführt, die Meldepflicht aufheben sollen. Ein Vorschlag wäre, die, und das ist ja vorhin schon einmal angesprochen worden, die Meldeverfahren für die Arztpraxis durch die Einführung einer Digitalisierung, ob das jetzt eine Weboberfläche ist oder etwas anderes, zu erleichtern, weil auch dort natürlich die Formulare behindern und Verbunde, hat das vorhin angesprochen, natürlich dann die Faxgeräte auch in den Gesundheitsämtern zu stark belasten. Also bitte beibehalten der Meldepflicht. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Und meine Frage geht an die Bundesärztekammer. Mit dem Gesetzentwurf soll die Bundesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigt werden, die unter anderem auch die Pflicht zur Vorlage einer Impfdokumentation bei Einreise nach Deutschland vorsehen wird. Es gibt die Befürchtung, dass hierin mittelbar die Regelung einer Impfpflicht für SARS-CoV-2 gesehen werden könne, beispielsweise für deutsche Urlaubsreisende. Ist diese Befürchtung aus Ihrer Sicht berechtigt? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Scholz. Ja, Carsten Scholz, Bundesärztekammer, vielen Dank für die Frage. Das ist ja eine Regelung, die man sich sehr genau angucken muss und deshalb kann ich gut verstehen, dass da offensichtlich Nachfragen zu dieser Regelung sind. So wie ich es analysiert habe, ist es ja so, dass bisher, das ist von Herrn Wollenschläger zu Anfang angesprochen worden, hier Regelungen aus dem Paragraphen 5 jetzt auch aufgenommen werden in den Paragraphen 36, hier also eine Neuordnung. Er hatte vorhin das schon dargestellt, dass es darum ging, dass hier bisher Anordnungen getroffen werden und nun der Weg der Rechtsverordnung gewählt wird und diese Rechtsverordnung dann auch die Bundesregierung erlässt, also sozusagen eine dann im Kollektiv der Bundesregierung dann das beschlossen wird. So wie ich die Regelung in dem Vorschlag, den die Fraktionen eingebracht haben, sehe, gibt es ja hier dort drei Dinge, die angesprochen werden, nämlich zum einen die Impfdokumentation, zum zweiten das ärztliche Zeugnis, also das Testergebnis, was dann eben durch ein ärztliches Zeugnis belegt ist, oder eben halt auch Auskünfte, die erteilt werden sollen, wo man sich eben halt aufgehalten hat, ob es Kontakte gab, möglicherweise auch eine App, angegeben hat. So wie ich, wir es wie gesagt verstehen, geht es ja darum, dass hier eine Verordnungsermächtigung ist und damit dann letztlich ermöglicht werden soll, hier den Sachverhalt zunächst mal zu ermitteln, um darauf dann möglicherweise Maßnahmen, Quarantänemaßnahmen, Kontaktverfolgungsmaßnahmen, weshalb dann Verbünde einsetzen kann. Aber da es ja hier eine Regelung ist, dass das zunächst mal diejenigen betrifft, die reisen und sich überlegen können, wenn sie sich eben nicht impfen lassen wollen, dass sie nicht reisen oder aber, dass sie auch die Möglichkeit haben, eines Testergebnisses vorzulegen oder andere Auskünfte zu erteilen, kann ich nicht hier erkennen, dass dort eine Impfpflicht besteht. Es ist ein Anreiz, sicher an einer solchen Impfung dann eben halt teilzunehmen und andere Maßnahmen nicht zu haben, aber das ist dann die Abwägung des Einzelnen, sodass ich Ihre Frage so beantworten möchte, dass ich hier dort keine Impfverpflichtung sehe und deshalb die Bedenken, meine ich, kann man gut ausräumen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Hilde Mattheis. Ja, meine Frage richtet sich an den Caritasverband und ich frage, Sie legen in Ihrer Stellungnahme dar, dass es weiterhin erhebliche Probleme mit dem Anspruch auf Testung nach § 20i SGB 5 gibt und gerade Menschen ohne Krankenversicherung ausgeschlossen werden bzw. Privatrechnungen ausgestellt werden. Können Sie uns das nochmal genauer darlegen und gegebenenfalls auch für die zukünftigen auch auf die zukünftigen Impfungen eingehen? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Danke, Frau Mattheis, für die Frage. Ja, in der Tat mussten wir in der jüngeren und auch schon etwas länger zurückliegenden Vergangenheit seit März immer wieder feststellen, dass Testungen wohnungslosen Menschen oder auch Menschen ohne Aufenthaltsstatus nicht zur Verfügung gestellt werden konnten, auch wenn sie sozusagen natürlich nötig gewesen wären, weil die Gesundheitsämter darauf verwiesen haben, dass bestimmte Personen eben keinen Krankenversicherungsschutz haben. Diese Probleme bestehen fortlaufend, von daher sind wir sehr froh, dass es jetzt mit dem 20i eine Regelung gibt, wo ausdrücklich die Nichtversicherten mit aufgenommen werden können. Ich verweise nochmal darauf, dass dahingehend auch präzisiert werden sollte an dieser Stelle, dass es sich um Nichtversicherte handelt in der
Begründung, weil die Regelung oder Formulierung so verstanden werden könnte, dass auch Privatversicherte hier umfasst sind. Und in der Tat sagen die Folge solcher ungeklärten Verhältnisse ist, dass dann natürlich sollten Testungen erfolgen, Privatrechnungen gestellt werden. Das kostet dann roundabout 150 Euro, weil ja auch die Ärzte dann keine Möglichkeit hätten, anderweitig abzurechnen. Dieses Problem ist übrigens nicht nur bei der Wohnungslosenhilfe aufgetreten, sondern auch im Frühjahr und auch im Sommer noch in Pflegeeinrichtungen bei Personen, die auch eindeutig PCR getestet werden mussten und wo die Gesundheitsämter hier keine Anordnung getroffen haben. Das Problem haben wir auch im Bereich der Reha-Einrichtung, insbesondere auch bei der Kinderreha, als die Reha-Einrichtung ihren Betrieb wieder aufgenommen hatten und PCR-Testnachweise für die Aufnahme in die Einrichtung erforderlich wurden. Da bestand auch das Problem zu sagen, dass ungeklärt war, wer die Kosten trägt, und im Zweifelsfall wurde dann eine Privatrechnung ausgestellt. Also hier müssen wir eindeutige Regelungen finden, dass sozusagen, wenn das RKI eine Impfung empfiehlt in all den Fällen, die ich auch genannt habe, dass dann auch sozusagen die BKV das finanzieren kann. Was die Impfungen anbelangt, würden die Probleme ebenso auftauchen wie bei den Testungen. Und da habe ich noch die spezielle Bitte, dass bei den Impfungen, die ja jetzt vorsehen, dass sie zunächst für die Risikogruppen zur Verfügung stehen, auch gerade die Gruppe, die ich genannt habe, die wohnungslosen Menschen und die Menschen ohne Aufenthaltsstatus mit im Blick sind, weil das auch besonders vulnerable Gruppen sind. Sie haben häufig aufgrund ihrer Lebensumstände sozusagen viele gesundheitliche Vorbelastungen und müssen auch unbedingt in diesen Kreis eingerechnet werden. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Ja, und meine Frage richtet sich nochmal an Frau Dr. Fix vom Caritasverband, um das nochmal zu vertiefen. Wir ermöglichen ja ausdrücklich Antigentestungen bei der vulnerablen Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Wie könnten diese Tests organisiert werden und sehen Sie gegebenenfalls noch gesetzlichen Änderungsbedarf zur Erleichterung der Testungen? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Vielen Dank auch für diese Frage, Frau Behrens. Wir sind erstmal sehr froh, dass sozusagen die Testungsverordnung an sich vorsieht, dass diese Antigentests auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe durchgeführt werden können, weil eben Menschen mit Behinderung auch eindeutig eine Risikogruppe und somit sozusagen eine vulnerable Gruppe darstellen. Gleichzeitig sind fast alle Fragen ungeklärt, die die Umsetzung dieser Regelung betreffen. Das ist zum einen die Frage der Kostentragung. Anders als sozusagen bei den Pflegeeinrichtungen haben wir hier überhaupt keine Regelungen. Und zum zweiten ist es auch die Frage, wer diese Testungen durchführen darf. Denn die Testungen können ja an sich nur vom medizinisch geschulten Personal durchgeführt werden. So sieht es auch die Medizinproduktebetreiberverordnung vor. In den Behinderteneinrichtungen haben wir aber nicht immer oder nicht ausreichend und manchmal gar nicht entsprechend geschultes medizinisches Personal in Form von Pflegekräften. Und somit wäre es uns ein großes Anliegen zur Lösung dieser Umsetzungsprobleme, auch die Heilerziehungspfleger, die in diesen Einrichtungen flächendeckend beschäftigt sind, hier zu ermächtigen, solche Tests durchführen zu können. Hierfür bräuchten wir aber dann eine gesetzliche Regelung, deren Grundlage im § 5a des Infektionsschutzgesetzes gelegt ist. Und im Übrigen weisen wir nochmal eben darauf hin, dass tatsächlich eben diese Kosten sowie auch Mehraufwendungen, die für Schutzaufrüstung entstanden sind im Bereich der Behindertenhilfe, leider bislang auch während des ganzen zurückliegenden halben Jahres noch keiner Lösung zugeführt werden konnten. Danke. Vielen Dank. Auch hier machen wir, schlage ich vor, die eine Minute, die noch übrig ist, auf die nächste Runde aufzuschlagen. Und dann kommen wir jetzt zum Fragerecht der AfD-Fraktion. Und die erste Frage stellt der Spangenberg. Ja, meine Frage geht an Rechtsanwalt Tobias Gall. Herr Gall, für wie gesundheitspolitisch halten Sie die Schwellenwerte von 35 bzw. 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen als Kriterien für das Ergreifen von Schutzmaßnahmen, vor allem hinsichtlich des entsprechenden Testgeschehens bzw. hinsichtlich der Durchführung der betreffenden Testungen? Herr Gall.
Herr Gall, Sie müssen das Mikro freischalten. Wir haben Sie noch nicht gehört. Jetzt können wir Sie hören. Gut, dann sage ich schon guten Abend. Danke dafür. Mein Name ist Tobias Geil. Danke, dass ich Gelegenheit habe, mich zu äußern. Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass meine Kritik vor allem darauf geht, grundsätzlich darauf geht, dass das warenrechtliche, also vor allem abwehrrechtliche Instrumentarium praktisch keine Rolle spielt in der ganzen Diskussion der Türkei. Bewältigung und Operative. Und das wird auch Zienswert Herr Gall, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es wäre gut, wenn Sie genau in Richtung des Mikrofons reden würden. Eventuell das Bild ausmachen, damit die Tonübertragung etwas besser wird. Ja. So, hören Sie mich jetzt? Jetzt hören wir Sie besser. Gut. Infektionsschutz ist ein Abwehrnis. Und wir müssen uns auch bei dem Inzidenzwert deshalb fragen, in welchem Zusammenhang Gefahrenabwehrrecht eine Rolle spielt. Gefahrenabwehrrecht beschäftigt das Verhältnis zwischen der Ursache und einem. Herr Gall, wir können Sie sehr schlecht verstehen. Vielleicht können wir uns so verständigen, dass Sie die Antwort uns allen, also dem Ausschuss schriftlich zukommen lassen und wir geben die dann an alle Fraktionen weiter. Heute, auf jeden Fall heute noch. Ich könnte Ihnen eine Aussage. Ja. Wir haben einen Rückkopf. Also eine andere Möglichkeit wäre, wenn Sie die Telefonfunktion nutzen würden. Dann würde ich das Wort jetzt für die nächste Frage an den Herrn Öhme geben. Und wenn Sie die Verbindung neu aufgebaut haben, dass Sie dann die Frage von dem Herrn Spangenberg beantworten. Herr Öhme. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage wäre zwar auch an den Herrn Rechtsanwalt gegangen, ich stelle sie später dann nochmal. Meine Frage geht an das Aktionsbündnis Patientensicherheit und an Professor Wissmann von der Universität Münster. Professor Wissmann stellt in ihrer Stellungnahme fest, dass eine hinreichende Information Eigenrecht und Pflicht der Abgeordneten ist. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit schlägt ein Beratungsgremium für das Bundesministerium Gesundheit unter Einbeziehung verschiedener Blickwinkel vor. Wäre es aus Ihrer Sicht dann nicht sinnvoll, zu diesem Zweck eine ständige und vor allem von der Exekutive unabhängige wissenschaftliche Institution einzurichten, welche die epidemischen Lagen beurteilt und angemessene Maßnahmen evaluiert? Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie haben das Wort. Ilona Köster-Steinebach für das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Zunächst mal vielen Dank für die Frage. Unsere Stellungnahme zielte weniger auf die wissenschaftliche Evaluation von Maßnahmen ab und insofern würde auch möglicherweise eine ständige wissenschaftliche Kommission oder ein Beirat oder Institut unserer Intention nicht nachkommen, sondern vielmehr darauf, dass ganz unterschiedliche Blickwinkel in die Beurteilung der tatsächlichen Versorgungslage in einer solchen Pandemie einfließen müssen und dass es ganz wichtig ist, dass dort auch die Blickwinkel von Patientengruppen und von Leistungserbringern einfließen, die möglicherweise keinen so direkten Draht in bestimmten Gremien haben. Weil gerade so eine Pandemie ja bedeutet, dass man sich ganz schnell auf ganz neue Situationen einstellen muss und es sehr leicht ist, die Bedürfnisse von speziellen Patientengruppen zu übersehen. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel
Patienten, die in der ambulanten Intensivversorgung sind oder Patienten, die ihre Pflege selber organisieren. Und deshalb ist es wichtig, sehr unterschiedliche Organisationen einen Draht dort zu verschaffen, um Notlagen melden zu können. Das war unsere Intention. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wissmann. Ja, herzlichen Dank, Herr Wissmann, Universität Münster. Also es ist ganz zweifellos immer richtig, dass die Verbindung zwischen Parlament, Wissenschaft und Bürgergesellschaft, was den Informationsstand betrifft, immer wieder verbessert wird. Ich glaube nicht daran, dass wir in der derzeitigen Lage jetzt weiter formalisierte Beratungsgremien schaffen müssen. Wir müssen für die nächsten Monate vor allem an den offenen Diskurs in einer offenen Gesellschaft glauben, damit sich das Parlament, die Parlamente auf den verschiedenen Ebenen ihrer Verantwortung dort bewusst sein können. Dass man dann im Nachgang noch einmal nacharbeitet, ob man formalisiertere Formen des Diskurses hier schafft, das mag sein, ist aber, glaube ich, im Moment nicht eine vordringliche Aufgabe. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht an die Bundesärztekammer, Professor Scholz, und an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Dr. Bornhoff. Die Frage lautet, gibt es hinsichtlich der bisher eingeleiteten Maßnahmen, sprich Maskenpflicht, Kontaktbeschränkung, Quarantäneregelung und so weiter, Erkenntnisse hinsichtlich ihrer jeweiligen Wirksamkeit bezogen auf die einzelnen Bereiche? Kann der Bürger nachvollziehen, wie viel Prozent der Infektion die Maskenpflicht oder die Kontaktbeschränkung und so weiter verhindern? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Scholz. Ja, auch wenn ich Jurist bin, Carsten Scholz, Bundesärztekammer, wage ich mich ein bisschen auf ein fachfremdes Gebiet, aber das ist bei uns ja sehr intensiv diskutiert worden. Dass auch es eine Pressemitteilung gab der Bundesärztekammer, es ist nachgeschaut worden und es gibt eigentlich sehr viele Studien, die einen Wirksamkeitsnachweis auf der Mund-Nasen-Bedeckung zeigen. Ihre konkrete Frage, die Sie eben gestellt haben, geht allerdings dahin, wie viel Prozent der einzelnen Maßnahmen das sind. Das ist aus unserer Sicht wissenschaftlich schwer nachzuweisen. Es gibt Untersuchungen, man hat zum Beispiel in Frankreich, das hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie publiziert, dass man dort in einem Familienkontext Masken vergeben hat und geschaut hat, gibt es dann mehr Grippeinfektionen oder weniger. Aber das Problem ist, dass wir ja noch nicht ganz genau wissen, inwieweit das korreliert mit der Zahl, wie hoch die Infektiosität ist. Und man müsste dann, um es wissenschaftlich zu machen und eine Prozentannäherung zu bekommen, natürlich nach klinischen Gesichtspunkten eine vergleichende randomisierte Studie machen. Das heißt, man müsste möglicherweise in einer Region bestimmte Patienten eben halt mit Masken das unterstützen oder Bürger und in anderen Bereichen nicht. Das ist wäre ethisch sicher auch schwierig, bedürfte nach dem Berufsrecht auch einer Beratung durch eine Ethikkommission, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt wir nicht davon ausgehen, dass hier, wie Ihre Frage gestellt ist, hier bestimmte Prozentpunkte zugewiesen werden können. Aber es gibt gute Erkenntnisse, dass eben halt eine Mund-Nasen-Bedeckung hilfreich ist, weil es auf der einen Seite natürlich den Ausstoßen von infektiösen Partikeln und damit Aerosolbildung verhindern kann. Auf der anderen Seite möglicherweise beim Einatmen die Aufnahme dieser gefährlichen Viren machen kann, aber dass man hier jetzt eine bestimmte Prozentzahl zeigen kann, das ist nicht möglich. Vielen Dank, Herr Dr. Bornhoff. Ja, guten Tag. Mein Name ist Dr. Bornhofen. Ich bin Amtsarzt in der Stadt Offenbach. Offenbach liegt in der Mitte von Deutschland. Und das ist hier die aktuelle Karte. Das ist alles tiefrot. Das ist nicht das Wahlergebnis der nächsten Bundestagswahl. Und die Lage ist aus meiner Sicht ernst. Das möchte ich auch nochmal sagen. Bezüglich der Maskenpflicht kann ich sagen, dass wir keine natürlich hier im Kampf sind jeden Tag.
und wir jetzt selber keine epidemiologischen Studien machen, sondern wir sind darauf angewiesen, was wir von den Epidemiologen bekommen. Und ich habe das eben auch im Text gesehen. Es gibt entsprechende Studien. Meine Erkenntnisse oder meine Erfahrungen sind die, dass die Masken helfen. Deswegen haben wir das zum Beispiel auch in den Schulen eingeführt und haben da eigentlich ganz gute Ergebnisse. Natürlich helfen die Masken nicht alleine, wenn man in einem Raum sitzt, der voller Aerosole mit Viren ist und voller Partikel, dann schützt so eine normale Gebrauchsmaske, kann keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Deswegen wird ja auch gelüftet. Und deswegen wird es jetzt auch zunehmend schwieriger, je kälter und je dunkler es wird. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, dass wir davon sehr viel halten. Und was die kontaktreduzierenden Maßnahmen betrifft, auch da gibt es schon lange Erkenntnisse. Ich selber war lange im Beirat beim RKI, wo es um die Influenza ging. Wir haben auch zusammen die Pandemiepläne entwickelt, die jetzt im Internet zur Verfügung stehen. Und schon da haben die Studien gezeigt, dass das etwas bringt. Ja? Das Problem war, dass all die Studien, die wir früher hatten, die waren ja niemals so weitgehend, wie wir es jetzt gemacht haben. Und auch meine Kollegen, mit denen ich heute noch Kontakt habe von damals, hätten sich nie vorstellen können, dass wir so weit kommen, wie wir jetzt halt gekommen sind oder kommen mussten. Und momentan ist, zumindest kann ich das fürs Rhein-Main-Gebiet sagen, ist die Lage wirklich auch in den Kliniken sehr ernst, weil die Kliniken gehen ja immer etwa so 2 bis 3 Wochen nach dem nach, was eben draußen geschieht. Wir haben gerade eine Inzidenz hier von 340. Ich zeige Ihnen, das ist ja beim Internet jeden Tag auch zu sehen. Und diese hohe Inzidenz macht natürlich da laufen draußen durch die Stadt jede Menge Leute herum, die infektiös sind, durch das ganze Rhein-Main-Gebiet, durch Berlin. Und das bedeutet halt eben, wir müssen alle Maßnahmen, die wir ergreifen können, ergreifen, um die Kontakte zu reduzieren. Herr Dr. Bornhofen, wir sehen momentan, Herr Dr. Bornhofen, Zeit ist aufgebraucht. Ich bedanke mich. Danke. Wir haben 2 Minuten zugegeben, weil wir ja die technischen Probleme hatten. Der Herr Gall ist jetzt hier bei uns im Raum. Die Frage ist, ob wir ihm jetzt zur Beantwortung noch das Wort geben und würden dann die 2, 3 Minuten, die er wahrscheinlich braucht, bei der zweiten Runde abziehen. Wäre das so okay? Soll ich die Frage noch mal stellen? Ja, vielleicht am besten. Herr Gall, die Frage lautet, für wie gesundheitspolitisch halten Sie die Schwellenwerte von 35 bzw. 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen als Kriterien für das Ergreifen von Schutzmaßnahmen, vor allem hinsichtlich des entsprechenden Testgeschehens bzw. hinsichtlich der Durchführung der betreffenden Testungen? Herr Gall, Sie haben das Wort. Guten Tag, mein Name ist Tobias Gall. Ich bin Rechtsanwalt, auch Mitglied der Anwälte für Aufklärung und sehr dankbar, dass ich hier meine Einschätzung mitteilen darf. Ich will gleich vorausschicken, dass meine Argumentationsrichtung stets darauf geht, dass ich das gefahrenrechtliche Instrumentarium bisher in der Behandlung der Corona-Krise weit untergewichtet sehe. So geht auch meine Einschätzung zum Inzidenzwert in dieser Richtung vor. Was ist der Inzidenzwert bzw. was ist die Kernfrage des Gefahrenabwehrrechts? Die Kernfrage des Gefahrenabwehrrechts ist, eine Beziehung herzustellen, eine Ursachenbeziehung zwischen einer Gefahrenquelle, was hier der SARS-CoV-2-Virus ist, und einer Gefahr, was hier zunächst einmal das Schutzgut der Gesundheit, der körperlichen Unversehrtheit ist. Die Gefahr muss allerdings in diesem Spannungsfeld mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit einzutreten gefährdet sein. Das heißt, es muss eine Schutzgutverletzung eingetreten sein. Was ist der qualitative Gefahrenbegriff in diesem Zusammenhang? Es muss ein Schaden am Schutzgut eingetreten sein. Das Schutzgut ist letztlich das Grundrecht auf Gesundheit bzw. körperliche Unversehrtheit in Artikel 2 Absatz 1.
Als Schaden am Schutzgut wird man nicht die ersten Symptome sehen können, sondern man wird mit Sicherheit sagen können, dass der drohende Schaden am Schutzgut das schwere akute respiratorische Syndrom ist, also das SARS gewissermaßen direkt. Der Inzidenzwert ist nur ein Instrument in diesem Spannungsfeld, also in der Frage, wie ist die konkrete lokale Lagebeurteilung einzuschätzen und wie ist vor allem eine konkrete Gefahrenprognose zu formulieren. Der Inzidenzwert, das Ergebnis nehme ich vorweg, halte ich in diesem Zusammenhang für ein willkürliches Mittel. Es ist kein hinreichendes Mittel der konkreten Gefahrenprognose. Es begründet keine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadens am Schutzgut. Woran liegt das? Ich nenne da zwei sogenannte Entkoppelungsprobleme. Der PCR-Test belegt bekanntlich noch nicht ohne weiteres eine Infektion, schon gar keine Erkrankung. Also kann ein PCR-Test keinen Prognosewert aus sich selbst heraus erreichen. Ein Prognosewert kann nur aus einer näher bestimmten Reihenuntersuchungen entwickelt werden. Dabei muss man einen methodischen Grundsatz beachten, einen wissenschaftlichen methodischen Grundsatz, der sagt, bei Stichprobenmessungen darf der festgestellte Zahlenwert nicht von der Größe der Stichprobe abhängen. Das hindert eine Eignung des Prognosewertes, weil mit einer Steigerung der Testzahlen automatisch der Prognosewert wertlos wird, beziehungsweise der Inzidenzwert unerheblich wird für die eigentliche Gefahrgutgefährdung oder den Schaden am Gefahrgut. Herr Gall, vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht über an die FDP-Fraktion und wir müssen jetzt abwarten, wer von der FDP, Professor Dr. Ullmann fragt. Stellen und dann gehe ich als Nummer 3 weiter. So, erste Frage geht an die ALM zu Demis. Wie viele Labore sind bereits in Demis digital angebunden, beziehungsweise weisen die Infrastruktur auf, um sich an Demis anschließen zu können? Herr Müller. Ja, Michael Müller, Verband der akkreditierten Labore in der Medizin. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Nach unserer aktuellen Kenntnis gibt es gut 200 Laboratorien, die mittlerweile das Zertifikat, das ist ja ein zertifizierter Prozess, der dann auch die Etablierung von Software beinhaltet und dann Testung beinhaltet. Also gut 200 Labore haben dieses DEMIS-Zertifikat bekommen und sind in einer Testumgebung. Und es sind etwas mehr als 60 Labore, die zurzeit schon die elektronische Meldung über DEMIS machen, sodass man sagen kann, dass gut fast 150.000 solche Meldungen erfolgt sind. An einigen Wochentagen sind das durchaus 10.000. Ich bin in diesem Zusammenhang verbunden nochmal sehr dankbar, dass Sie das auch so favorisiert. Und allein die simple Feststellung, dass zum Beispiel die Telefonnummer desjenigen, der benachrichtigt werden soll, die ist ja auf dem Anforderungsschein mit angegeben, die ist Bestandteil der Meldung und hilft den Gesundheitsämtern sehr, sehr intensiv, diese Kontaktnachverfolgung rascher machen zu können, weil die Erreichbarkeit eben direkt mit der Telefonnummer da ist. Also das ist die Zahlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Schindenburg. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an das Deutsche Rote Kreuz. Ich weiß nicht, ob es vertreten ist, dann Barbers oder Unit der Unfallhilfe und die anderen. Es geht um § 5 Absatz 8, der angefügt werden soll im Infektionsschutzgesetz. Dort ist vorgesehen, dass das Bundesministerium für Gesundheit, das Deutsche Rote Kreuz, Unit der Unfallhilfe und so weiter quasi zwangsweise heranziehen kann zu Hilfsleistungen. Bin ich sehr überzeugt, dass alle diese Organisationen gerne bereit sind zu helfen, aber es ist doch, finde ich, eine sehr bedeutsame, rechtlich bedeutsame Qualität, dass hier zwangsweise herangezogen wird. Frage also an die Betroffenen, wie sehen Sie das? Frau Spieker. Oh, Entschuldigung, Dr. Spieker. Ja, vielen Dank für diese Frage und dass Sie mir das Wort erteilen. Ich glaube, was gemeint ist, ist es schlichtweg nicht, dass eine zwangsweise Verpflichtung irgendeiner der Hilfsorganisationen gemeint ist, sondern dass eine direkte Beauftragung erfolgen kann, im Rahmen des Möglichen, einfach auch im Rahmen der tatsächlichen Möglichkeiten, die bei den
Hilfsorganisationen und insbesondere beim DRK vorhanden sind. Also es geht sowohl um die vorhandene Logistik, das vorhandene Material, als auch die vorhandenen personellen Ressourcen. Im Rahmen dessen und im Rahmen des Auftrages, im Fall des Deutschen Roten Kreuzes, im Rahmen der Grundsätze der Internationalen Rotkreuz für Eurothalbmondbewegung steht natürlich das DRK zur Verfügung, jederzeit und unter diesen Umständen Hilfe zu leisten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ullmann. Ja, die nächste Frage geht an die KBV, und zwar geht es hier um die Anzahl der Neuinfektionen. Ist die Fixierung auf eine willkürlich festgelegte Quote der Infiziertenzahl von 35 bzw. 50 pro 100.000 Einwohner pro Woche sinnvoll, oder sollten auch weitere Definitionen getroffen werden? Herr Dr. Gassen. Ja, Andreas Gassen, Kassel, Sie würden uns fangen. Ja, der Vorsitzende, lieber Herr Römer, vielen Dank für die Frage. Ja, es klang ja in verschiedenen Beiträgen schon an. Natürlich ist die Fixierung auf eine einzige Zahl, 35 oder 50 Inzidenz auf 100.000, nicht alleine zielführend. Das umso mehr, als wie wir in der Vergangenheit sehen mussten, gerade aktuell, wir ja doch auch bei der Auswertung von vielen Tests mittlerweile hinterherhinken, sodass diese Zahlen ohnehin an ihrer Wertigkeit noch verlieren. Aber viel entscheidender ist, es gibt ja keine einheitliche wissenschaftliche Grundlage, einen Pandemieverlauf in dieser Form zu bewerten. Und von daher gilt das im Grundsatz natürlich dann auch für die daraus abzuleitenden Maßnahmen. Ob die Inzidenz der letzten 7 Tage dafür reicht, kann man schon mit Nein beantworten. Die Kontaktpersonennachfolgung hat ja grundsätzlich Priorität im gesamten Regime der Bundesregierung. Wir stellen fest, die klappt nur begrenzt. Deshalb glauben wir, es muss zusätzliche Parameter geben, die beispielsweise den Altersschnitt der Neuinfizierten berücksichtigt, also beispielsweise ein Ü60-Wert, weil wir ja wissen, gerade diese Personengruppe ist eben geeignet, ein hohes Risiko für schwerere Verläufe zu haben. Und auch deren Mortalitätsrate liegt deutlich über der jüngeren Bevölkerung. Die Hospitalisierungsquote ist für die Region natürlich ganz entscheidend. Und nachrangig zur Hospitalisierungsquote auch die Zahl der belegten Intensivbetten. Wir kriegen aktuell immer die Rückmeldung der Divi, dass sehr, sehr kritisch begleitet. Insofern, um das zusammenzufassen, das ist halt ein Wert, dieser 35- und 50er-Wert, der uns zum Beispiel formal hilft beim Zu- und Abschalten von Maßnahmen, beispielsweise auch Telefon-AU etc., aber er ist natürlich als alleiniger Parameter zur Bewertung des Pandemieverlaufs aus unserer Sicht nicht ausreichend. Dazu sollten weitere Parameter herangezogen werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schindenburg. Ich glaube nicht. Also ich überlasse gern Herrn Dr. Ullmann das Feld. Herr Professor Dr. Ullmann. Ja, herzlichen Dank. Hier erneut eine Frage an die KBV. Wie sehen Sie die geplante Regelung, die Datenübermittlung von Impf-Surveillance und Impf-Pharmakovigilanz, etwa um SARS-CoV-2-Impfstoff spezifische Abrechnungsziffern und spezifische Angaben bei SARS-CoV-2-Schutzimpfungen anzupassen? Herr Dr. Gassen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir natürlich im Rahmen der Impfsurveillance ans RKI Daten melden. Das sind in der Regel aufgearbeitete Routinedaten. Und da hängt Dokumentationsnummern, die sind in der GBA-Richtlinie auch festgelegt. Und aus denen ergibt sich, grob gesagt, ist es eine Erstimpfung, eine Zweitimpfung, berufliche Indikation etc. Jetzt ist natürlich bei SARS-CoV-2 noch ein ganz anderes Themenspektrum adressiert, weil wir haben ja bisher, wahrscheinlich wird ein Impfstoff als erster kommen, aber wir werden eine Vielzahl von Impfstoffen haben. Da muss man sagen, die würden natürlich, allein die Impfstoffspezifika würden ja in der normalen Routine-Datenübermittlung nicht vorhanden sein. Chargennummern oder Indikationen, warum geimpft wird, ebenfalls nicht. Das ist nicht Teil der Abrechnungsdaten. Wenn man das also jetzt übermitteln wollte, dann müssten wir quasi eine neue Dokumentationsstruktur entwickeln und auch neue Übertragungswege, wie diese zusätzlichen Informationen dann ans RKI übermittelt werden könnten. Und wenn wir an die Chargennummern des Impfstoffs denken, was natürlich für die Impfsurveillance schon sehr wichtig wäre, dann kommt im Moment wahrscheinlich da nur eine händische Übertragung in Frage, sodass man sich schon leicht vorstellen kann, bei der Menge an Menschen, die wir ja möglichst bald auch impfen wollen, ist das ein enormer Aufwand.
Und, das wissen Sie alle, bei händischer Übertragung steigt natürlich die Fehlerquote. Insofern muss man sagen, ist es ein sehr aufwendiges Verfahren und kurz gesagt, ich halte es auch schlicht nicht für praktikabel. Also hier glaube ich, ist das eine, bringt uns das nicht wirklich weiter, so wichtig die Impfsurveillance gerade ist. Aber das wäre, glaube ich, ein Weg, der uns keine guten Ergebnisse bringt und Ärzte mit sehr viel Dokumentationsaufwänden belasten, ohne dass die dann auch noch einen Mehrwert brächten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Ja, herzlichen Dank. Die nächste Frage geht an die ALM, und zwar Fragen zur Tier- und zahnärztlichen Laboratorien. Wie hoch ist die Kapazität der Tier- und zahnärztlichen Labore für SARS-CoV-2-Testungen in Deutschland? Herr Müller, Sie haben das Wort für maximal 2 Minuten. Herr Vorsitzender, das schaffe ich mich, Herr Müller, ALM. Ich denke, es ist zu unterscheiden und auch das Ziel. Ich denke, dass zahnärztliche Laboratorien und Praxen im Blick haben, sich selbst zu schützen vor einem Eintrag von Infektionen in die Arztpraxis. Da kann eine vor Ort PCR-Untersuchung oder möglicherweise genauso gut eine vor Ort Antigentestung hilfreich sein bei asymptomatischen Personen, hier ähnlich wie bei Alten- und Pflegeeinrichtungen den Eintrag zu vermindern oder das Risiko zu vermindern. Für die tierärztlichen Laboratorien gibt es einerseits das Thema, dass die tierärztlichen Labore zumindest in den östlichen Bundesländern zurzeit auch sehr viel zu tun haben mit der Diagnostik zur afrikanischen Schweinepest und da auch sehr, sehr, sehr belastet sind. Das hören wir zumindest. Wie die Kapazitäten sonst sind, da liegen keine Daten vor. Und hier ist auch zu berücksichtigen, dass für die SARS-CoV-2 die Methoden für tierärztliche und humanmedizinische Laboratorien ja gleich sind. Das heißt, wir würden konkurrieren um dieselben Reagenzien, dieselben Geräte und am Ende auch um dieselben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo dann komplett also nochmal neue und ganz viel zusätzliche Kapazität herkommen soll. Das ist, erschließt sich einem nicht so ganz. Es wäre gut, wenn es Daten gäbe, inwieweit die einzelne tierärztliche Labore, die heute schon als Dritte beauftragt werden, in welchem Umfang sie testen und in welchem Umfang sie Kapazitäten haben. Da liegen mir nur leider keine Daten vor. Vielen Dank. Eine Minute haben wir noch übrig. Ich schlage auch hier der FDP vor, dass wir diese Minute in die zweite Runde übertragen. Ist das okay? Einverstanden. Ja, vielen Dank. Dann geht das Fragerecht jetzt über an die Fraktion Die Linke und die erste Frage stellt Dr. Kessler. Ja, meine erste Frage geht an die Einzelsachverständige Professor Annika Klafki. Die Linke fordert ja in ihrem Antrag einen Parlamentsvorbehalt für Maßnahmen, die tiefe Grundrechtseingriffe bedeuten. Wie bewerten Sie das aus verfassungsrechtlicher Sicht und sehen Sie die verfassungsrechtlichen Erfordernisse mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, also insbesondere mit § 28a, als erfüllt an? Frau Professor Dr. Klafki. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich halte die Regelung des Paragraphen 28a, wie er derzeit vorgeschlagen wird, für zu unbestimmt, um tiefgreifende Grundrechtseingriffe wie zum Beispiel allgemeine Betriebsschließungen, Versammlungs- oder Gottesdienstverbote oder Ausgangsbeschränkungen zu legitimieren. Aus dem grundrechtlichen Wesentlichkeitsvorbehalt und dem Bestimmtheitsgrundsatz des Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ergibt sich, dass der Gesetzgeber Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Befugnisnorm selbst regeln muss. Je schwerer in Grundrechte eingegriffen wird, desto detailreicher und genauer muss die parlamentarische Norm sein. Das Gesetz muss dann den Bürgerinnen und Bürgern also 3 Fragen beantworten können. Einmal, was darf angeordnet werden? Zweitens, unter welchen Voraussetzungen darf die jeweilige Maßnahme angeordnet werden? Und drittens, welche materiellen oder verfahrensrechtlichen Grenzen sind zu beachten? Auf keine dieser 3 Fragen gibt der derzeitige Entwurf eine klare Antwort. Lassen Sie mich das ganz kurz am Beispiel der Ausgangsbeschränkung erläutern. Erste Frage. Was ist eine Ausgangsbeschränkung im öffentlichen oder privaten Raum? Man könnte denken, das Wort Ausgangsbeschränkung würde es dem Staat erlauben, Bürgerinnen und Bürgern pauschal zu verbieten, ihre Wohnung zu verlassen. Wenn man die Norm aber so auslegt, dann wäre sie verfassungswidrig, weil das wäre eine Freiheitsentziehung, die nach Artikel 104 Grundgesetz den Richtervorbehalt auslöst. Gemeint sind daher wohl Regelungen, wonach bestimmte öffentliche Orte, wo Infektionsgefahren entstehen können, nicht mehr betreten werden dürfen. So richtig klar wird der Begriff aber nicht. Man weiß also ausgehend von der Gesetzeslektüre nicht, was bei Anordnung einer Ausgangsbeschränkung erlaubt und was verboten ist. Es bleibt nur ein vages Gefühl, dass irgendwie die Fortbewegungsfreiheit und Freizügigkeit beschränkt werden kann. Zweite Frage, unter welchen Voraussetzungen darf eine Ausgangssperre angeordnet werden?
Der 28a liest sich erstmal so, als ob die dort geregelten Maßnahmen nur zur Bekämpfung von Covid-19 und nur im Rahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gelten sollen. Allerdings soll ja nach dem Gesetzentwurf auch in 28 Infektionsschutzgesetz, also in der allgemein geltenden Norm, auf 28a verwiesen werden. Außerdem ist der Katalog der Maßnahmen überhaupt nicht abschließend. Deswegen kann man wohl nicht von einer Sperrwirkung ausgehen. Man kann die Normen also auch so interpretieren, dass Ausgangssperren auch allgemein als notwendige Schutzmaßnahmen außerhalb dieser Pandemie und außerhalb einer epidemischen Lage angeordnet werden können. Herr Professor Wissmann führt das auch in seiner Stellungnahme ebenfalls näher aus. In Absatz 2 sehen wir dann, dass sich die Anordnung der Maßnahmen an bestimmten Schwellenwerten orientieren soll. Zwingend ist das aber nicht. Da heißt es einfach nur, dass schwerwiegende Maßnahmen insbesondere in Betracht kommen, wenn bestimmte Werte überschritten werden oder es wahrscheinlich ist, dass sie bald überschritten werden. Die Ausgangssperre kann aber laut Gesetzeswortlaut auch unabhängig von diesen Werten angeordnet werden. Zu Recht hat schon Professor Krause darauf hingewiesen, dass es weitere wichtige Indikatoren gibt, die man berücksichtigen muss. Diese sollten im Gesetz auch genannt werden. Auch die zweite Frage, unter welchen Voraussetzungen die Ausgangssperre angeordnet werden darf, beantwortet der Gesetzestext also nicht. Schließlich, Sie ahnen es, beantwortet der Gesetzestext auch die dritte Frage nicht, welche materiellen oder verfahrensrechtlichen Grenzen zu beachten sind. Selbstverständlich wäre es unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nicht zulässig, dauerhaft eine Ausgangsbeschränkung ohne Ausnahme anzuordnen. Man wird wohl eine zeitliche Befristung und jedenfalls Ausnahmen für die Beschaffung von Gütern des täglichen Bedarfs, Bewegungen im Freien und die medizinische Versorgung vorsehen müssen. Im Gesetz steht dazu aber nichts. Damit bringt der Gesetzestext letztlich keinen Mehrwert zu der derzeitigen Situation, wo jedes Land und zum Teil jeder Landkreis bisweilen im Zwei-Wochen-Rhythmus seine ganz eigenen Regeln in Verordnungstexten ausbuchstabiert. Im Ergebnis sehe ich daher keine erhebliche Verbesserung des Status quo durch diese Norm. Es handelt sich um eine Blankettermächtigung, die in ihrem Aussagegehalt nur wenig über das hinausgeht, was in 28 steht, nämlich dass man notwendige Maßnahmen anordnen darf. Zu definieren, was das genau heißt, wird nach wie vor exklusiv den Exekutivorganen der Länder überlassen. Die Bürgerinnen und Bürger wissen also nicht, wenn sie in 28a Infektionsschutzgesetz hineinschauen, was sie zu erwarten haben. Ich glaube, eine bessere Regelung ist möglich. Immerhin treffen die Landesbehörden ja seit Monaten sehr ausdifferenzierte Regelungen. Ein Gesetzentwurf für die Bundesebene, die einerseits bestimmte Rechtsgrundlagen schafft, andererseits aber Flexibilität für die Exekutive liefert, hat Frau Dr. Künzling diesem Ausschuss vorgelegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hat nun gerade jemand wieder sein Mikro nicht ausgemacht, habe ich das Gefühl. Na gut, okay. Die Frage geht nochmal an Frau Professor Klafki. Sind ja in dieser Woche von der STIKO, dem Deutschen Ethikrat und der Leopoldina Priorisierungsvorschlag für die Impfstoffverteilung bekannt gegeben worden. Danach sollen zunächst bestimmte Bevölkerungsgruppen mit dem für das kommende Jahr zu erwartenden Impfstoff geimpft werden. Jetzt die Frage an Sie. Bedarf es dazu nicht auch einer Parlamentsbeteiligung? Frau Professor Dr. Klafki. Ja, vielen Dank auch für diese Frage und ich kann sie ganz einfach mit Ja beantworten. Ja, ich denke, eine Parlamentsbeteiligung in dieser Entscheidung ist ganz dringend erforderlich. Das Bundesverfassungsgericht stellt sehr strenge Anforderungen an die Versorgung medizinischer Leistungen und auch generell an staatliche, grundrechtssensible Verteilungsentscheidungen. Im Paragraphen 20i SGB V, auch in der derzeit vorgeschlagenen Fassung, geht es nur um die Kostenerstattungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen. Auf Grundlage von dieser Norm kann aber letztlich kein Arzt einem Patienten, der bereit ist, die Impfung selbst zu bezahlen, die Impfung verweigern. Man setzt die Ärzte daher durch diese Nichtregelung der Priorisierungsentscheidung einem gewissen Klage- und Haftungsrisiko aus. Um es aber zu ermöglichen, diese Impfstrategie auch anzupassen an neue Erkenntnisse zu Risikogruppen und epidemiologischen Entwicklungen, würde ich vorschlagen, eine Verordnungsermächtigung in das Infektionsschutzgesetz einzufügen, in der die Kriterien für die Verteilung umrissen werden, das Bundesgesundheitsministerium aber gegebenenfalls im Benehmen mit der STIKO ermächtigt wird, die genaue Priorisierungsregelung, also wer ganz genau dann den Impfstoff bekommt, per Verordnung zu bestimmen. Einen Formulierungsvorschlag dazu finden Sie in meiner schriftlichen Stellungnahme. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kessler. Ja, unsere nächste Frage geht an Stefan Pattberg vom Verein Mehr Demokratie e.V. Herr Pattberg, Ihr Verein fordert mehr Transparenz in der Entscheidungsfindung bei den Corona-Maßnahmen, insbesondere bei der Abwägung hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit. Wie kann das nach Ihrer Ansicht gewährleistet werden?
Herr Pattberg. Ja, vielen Dank für diese Frage. Können Sie mich hören? Vielen Dank. Ja. Wir hören Sie. Wir als Mehr Demokratie begrüßen es, dass der Bundestag sich in einer umfassenderen Weise als bisher mit den gesetzgeberischen und verfassungsrechtlichen Seiten der Pandemiebekämpfung auseinandersetzt. Und die parlamentarische Kontrolle muss auch in Krisenzeiten gewährleistet sein. Und das ist auch mal das erste Kriterium für Transparenz in dem Verfahren. Wir würden vorschlagen, dass die Regierung auch regelmäßig dem Parlament Bericht erstattet. Und da das unserer Ansicht nach in der Vergangenheit nicht in dem Maße geschehen ist, wie wir uns das wünschen, würden wir vorschlagen, dass sowas auch in das Gesetz reingeschrieben wird. Wir finden, dass Entscheidungen der Regierung nachvollziehbar und möglichst evidenzbasiert sein sollten. Das würde bedeuten, dass Strategiepapiere, Szenarien, Gutachten, Modellrechnungen von Ministerien und Instituten auch automatisch veröffentlicht werden, damit die Öffentlichkeit auch dies nachvollziehen kann. Die von den Regierungen eingesetzten Krisenstäbe und ihre Besetzung sind transparent zu machen. Auch wer bei den Beratungen Zutritt zu den Regierungen hat, sollte einfach deutlich sein. Vor allem finden wir aber, dass auch gesetzesändernde und grundrechtseinschränkende Verordnungen, dass die Debatten bei diesen Entscheidungen zwingend protokolliert werden sollten. Bei Verordnungen ist dies normalerweise nicht nötig, aber wenn diese grundrechtseinschränkenden Maßnahmen zum Inhalt haben, halten wir eine Protokollierung für zwingend erforderlich, einfach um hinterher auch eine Evaluierung auf ihre Wirksamkeit und auf ihre Rechtmäßigkeit machen zu können. Vielen Dank. Damit ist die Fragezeit der Fraktion Die Linke beendet und das Fragerecht geht weiter an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und die erste Frage stellt Frau Schulz-Asche. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Andrea Kiesling. Ist der uns vorliegende Gesetzentwurf so ausgearbeitet, dass er einen erheblichen Mehrwert in der Bewältigung des Infektionsgeschehens darstellt, und zwar auch was die Eilbedürftigkeit rechtfertigen würde, und wenn nein, woran ist aus Ihrer Sicht weiterhin bei der praktischen Umsetzung zu mangeln? Frau Dr. Kiesling. Frau Dr. Kiesling, wir verstehen Sie nicht. Ich vermute, Sie müssen das Mikro freischalten. Wir sehen Sie. Aber Ihr Mikro, Mikro ist an, sehe ich auch. Jetzt müssen Sie nur noch reden. Das klappt nicht, Entschuldigung. Vielleicht können Sie es noch, vielleicht können Sie die Lautstärke verändern. Also Mikro ist an, Bild ist an und wir können Sie nur nicht verstehen. Jetzt nein, geht's. Immer noch. Ja, das war der Kollege Hendrich. Ich sehe das ja, jetzt geht's. Nein, ist die Frau Schulz-Asche. Entschuldigung. Ja, vielleicht stellt die Frau Schulz-Asche eine neue Frage und Sie haben die Chance auf Antwort dann anschließend. Vielleicht ja, das Problem ist nur, gehen Sie nochmal aus dem Programm. Fragen, vielleicht gehen Sie nochmal, Frau Dr. Kiesling, aus dem Programm raus und melden sich neu an. Und dann kriegen Sie gleich die Möglichkeit zu antworten. Und die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche. Ja, da ich weitere Fragen an Frau Dr. Kiesling habe, warte ich dann, bis sie sich wieder eingewählt hat und stelle jetzt dem Aktionsbündnis Patientensicherheit die Frage, ob Sie erläutern könnten, weshalb aus Ihrer Sicht wichtig ist, die Methodik des Robert-Koch-Instituts zur Festlegung von Risikogebieten transparenter zu machen.
Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, man hört mich. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass auch das RKI seine Entscheidungsgrundlagen stärker transparent macht. Das soll keine Misstrauenserklärung gegenüber dem RKI sein, ganz im Gegenteil. Aber aus unserer Sicht geht es an dieser Stelle um Einheitlichkeit der Vorgehensweise, auch bei unterschiedlichen Datenlagen aus verschiedenen Ländern, um Darlegung der Kriterienbasierung, eine Reproduzierbarkeit von Entscheidungen bei sich verändernden Datenlagen und überhaupt um eine Überprüfbarkeit, auch hinsichtlich der Frage, dass es eine strukturierte Weiterentwicklung der Einschätzung geben muss. Niemand hat, glaube ich, da schon eine feststehende Methodik. Aber insgesamt sehen wir das als hilfreich für die Akzeptanz auch der daraus resultierenden Einschränkungen für die Reisefreiheit. Vielen Dank. Frau Schulz-Asche. Also, Herr Vorsitzender, ich verstehe Sie nur sehr schlecht. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle besser. Ich habe drei weitere Fragen an unsere Einzelsachverständige, Frau Andrea Kiesling, Frau Dr. Andrea Kiesling. Und ich würde die jetzt einfach vorlesen, dass für den Fall, dass Frau Dr. Kiesling sie hört, sie vielleicht auch im Zusammenhang beantworten kann, damit jetzt hier diese technischen Probleme nicht zulasten unserer Fragezeit gehen. Die erste Frage hatte ich bereits gestellt. Die zweite, bitte erläutern Sie, weshalb die Ergänzung der Koalitionsfraktionen zu § 28a zu den Schutzmaßnahmen aus Ihrer Sicht unbrauchbar sind und wie müsste die Regelung ausgestaltet sein, damit sie Nutzen bringt. Die nächste Frage, weshalb ist es aus Ihrer Sicht unbedingt notwendig, eine Begründung der angeordneten Schutzmaßnahmen im Rahmen der Begründungspflicht im Infektionsschutzgesetz zu verankern? Und welche Auswirkungen hätte eine solche gesetzlich verankerte Begründungspflicht auf die bisherigen Begründungen und Erklärungen und Schutzmaßnahmen durch die Bundesregierung? Und meine letzte Frage, es braucht aus Ihrer Sicht weitere gesetzliche Regelungen im Hinblick auf eine Covid-19-Impfstrategie, etwa zur Priorisierung von zu impfenden Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel nach dem Vorbild des Schweizer Modells, oder betrachten Sie die vorliegenden Regelungen im Infektionsschutzgesetz als ausreichend? Frau Dr. Kiesling. Es klappt. Ja, was? Wir verstehen Sie bis jetzt sehr gut. Okay, ja, dann vielen Dank für die Fragen. Die habe ich auch alle gehört. Ich werde sie dann der Reihe nach beantworten. Also bei der ersten Frage ging es ja um den Mehrwert von 28a und auch um die Eilbedürftigkeit, ob das gerechtfertigt ist. Ich möchte da einmal vorweg schicken, also Eilbedürftigkeit oder diese Eile, das besteht ganz sicher. Wir hatten vor zwei Tagen, gab es eine Gerichtsentscheidung, dass § 28 nicht mehr ausreicht als Rechtsgrundlage für, in dem Fall ging es um Betriebsschließung jetzt im Rahmen dieses Lockdown-Rights. Also wir brauchen auf jeden Fall eine neue rechtliche Grundlage. Das sagt nicht nur die Rechtswissenschaft, das sagen auch immer öfter jetzt die Gerichte. Aber wir brauchen natürlich eine rechtliche Grundlage, die wirklich solide ist und auch das verfassungsrechtlich sicher regelt. Und da sehe ich bei 28 den Mehrwert nicht. Das hatte Frau Professorin Klafke ja gerade schon auch ausführlich ausgeführt. Wir haben da viele Fragen hinsichtlich der Bestimmtheit, so im Einzelnen sogar. Was bedeuten einzelne Maßnahmen, die in dem Katalog aufgeführt werden? Und was wir vor allem auch nicht haben, ist, wir haben keine einschränkenden Voraussetzungen geregelt. Und wir haben auch auf Rechtsfolgenseite, also auch nochmal bei diesen einzelnen Maßnahmen, die im Katalog dort erwähnt werden, haben wir auch nicht irgendwelche Eingrenzungen, also irgendwelche Grenzen für die Behörde, für die Länder, wenn sie diese Rechtsverordnung erlassen. Und deswegen, wenn man das wirklich ausgestalten will und auch den Problemen, die wir da jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, um denen Rechnung zu tragen, müsste man meiner Meinung nach anders ansetzen, also nicht einfach nur eine Vorschrift machen, das ist schon die Frage, kann man überhaupt das ganze Problem in einer einzelnen Vorschrift regeln, sondern man müsste die einzelnen Schutzmaßnahmen sich genauer angucken, was haben wir für verschiedene Typen von Maßnahmen, was stellen sich dafür rechtliche Fragen, dass man dann da einzelne Voraussetzungen nochmal näher regelt und auch auf Rechtsfolgenseite gewisse Grenzen festzieht und dass man auch einmal ganz klar regelt, nochmal so sofort die Klammer zieht,
In welchen Fällen kann man überhaupt solche Maßnahmen einsetzen? Da sagt ja jetzt der Entwurf, wir knüpfen das an die Feststellung der epidemischen Lage durch den Bundestag. Das halte ich auch für sinnvoll. Man muss dann aber auch in § 5 einmal regeln, wann denn diese epidemische Lage von nationaler Tragweite überhaupt vorliegt. Ja, dann zur Frage der Begründung. Ja, ich bin sehr dafür, dass wir die Länder auch verpflichten, in ihren Rechtsverordnungen oder also dass diese Rechtsverordnungen begründet werden, was sie eben im Moment nicht müssen. Und so eine Begründung hätte dann mehrere Wirkungen natürlich. Also einmal für den Verordnungsgeber vielleicht selber nochmal so eine Warnfunktion, dass man genau schaut, ist das auch alles so genau, auch zum Teil, was so Gleichheitsfragen angeht. Verfassungsrechtlich sicher ausgestaltet, aber viel wichtiger ist natürlich die Wirkung auf die Bevölkerung. Die können dann diese Begründung ja auch nachlesen und können sicher besser nachvollziehen, warum werden jetzt diese Maßnahmen in dieser Situation getroffen. Damit einhergeht auch die Festlegung eines Ziels ja in der Verordnung. Der Verordnungsgeber muss dann einmal sagen, was bezwecke ich überhaupt damit. Immer wenn wir über Lockerung reden, über weitere Einschränkungen, müsste man das in der Verordnung dann ja auch irgendwie darlegen. Und für die Gerichte hätte es natürlich auch die Wirkung, dass sie auch diese Maßnahmen, wenn sie dann deren Verhältnismäßigkeit überprüfen, auch viel besser überprüfen können, weil sie überhaupt wissen, woran sie diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ausrichten, nämlich an welchem Zweck, was hat sich der Verordnungsgeber dabei gedacht. Bislang hatten wir ja diese Begründung höchstens in so Presseerklärungen dann durch die Politiker. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendeine negative Auswirkung so rückwirkend hätte auf das, was wir bislang hatten. Das würde halt nur für die Zukunft eben da mehr Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit für die Bevölkerung und für die Gerichte bewirken. Ja, und zur Frage der Impfstrategie oder wie müssen wir das rechtlich regeln. Auch da würde ich gerne auf Frau Professorin Klafki einmal verweisen, die ja ganz klar und überzeugend gesagt hat, wir brauchen da ein Paragraphen im Infektionsschutzgesetz, also nicht nur eine Kostenregelung im SGB V, sondern wir müssen im Infektionsschutzgesetz, brauchen wir die Regelung da an der Stelle, die sowohl sagt, welche Ziele werden damit überhaupt verfolgt und dass man dann abstrakt einmal regelt, welche Bevölkerungsgruppen will man da eben oder priorisieren und dann kann man das im Rahmen einer Verordnungsermächtigung noch weiter ausgestalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch hier haben wir noch eine Minute übrig und die übertragen wir in die zweite Runde. Wenn die Frau Schulz-Asche damit einverstanden ist, setze ich jetzt voraus. Dann haben wir die erste Runde erfolgreich geschafft. Wir haben vereinbart eine kleine Pause. Ich würde sagen, wir brauchen keine 10, wir machen 5 Minuten. Und ich bitte inständig, dass alle im System so eingeloggt bleiben wie jetzt, weil jetzt haben wir es ja bei der Anhörung einigermaßen hinbekommen. Und damit wäre sichergestellt, dass die Chancen, die zweite Runde technisch gut über die Runden zu bringen, auch gegeben ist. Also 5 Minuten Pause, gleichzeitig alle bleiben im System. Nur an
Ich rufe den zweiten Teil unserer Anhörung auf und das Fragerecht ist bei der CDU-CSU-Fraktion und die erste Frage stellt in der zweiten Runde Karin Mack. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Wollenschläger. Corona dauert ja nun schon länger. Wir haben vor über einem halben Jahr die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Bisher war uns eine solche lange Dauer ja nicht bekannt. Und deswegen wollen wir den gesetzlichen Rahmen für die Ermächtigungsgrundlage für Maßnahmen zum Gesundheitsschutz schärfen und weiter konkretisieren. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den neuen Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz verfassungsrechtlich, insbesondere auch im Hinblick auf den Parlamentsvorbehalt? Herr Professor Dr. Wollenschläger. Ja, vielen Dank, Frau Mark. Der Staat hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weitreichende Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens befügt, des aktuellen Lockdown-Lagers, mit dem natürlich Grundrechtsgesetze jeglicher Breite und Tiefe einhergehen. Diese Maßnahmen, wie etwa Betriebsschließungen, haben nicht die Länder verabschiedet, sondern die Exekutive, namentlich die Landesregierung. Das ist natürlich an und für sich. Herr Professor Dr. Wollenschläger, können Sie etwas näher ans Mikrofon gehen? Ich glaube, das Problem ist nicht. Oder das Video ausmachen, damit man die Stimme besser versteht. Ich kann aufs Video auch. Es halt, das Problem ist immer. Ist es jetzt besser? Ja. Jetzt verstehen Sie mich besser. Jetzt verstehen wir nichts, aber vielleicht reden Sie ja auch nicht. Genau. Also Sie können reden. Wir sind vorbereitet. Sie sind vorbereitet. Dann muss ich einen neuen Anlauf unternehmen und hoffe, dass es jetzt besser ist.
Ich hatte ja ausgeführt, dass es natürlich möglich ist, dass die Exekutive diese konkreten Entscheidungen trifft. Aber die Verfassung verlangt natürlich aus Gründen der Gewaltenteilung, der Demokratie und des Rechtsstaats eine hinreichende parlamentsgesetzliche Steuerung des Handelns der Exekutive. Und die Entscheidung wesentlicher Fragen, gerade im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, ist natürlich wichtig, um Öffentlichkeit und Transparenz herzustellen, das Parlament anzuhalten, die Notwendigkeit und auch das Ausmaß der Grundrechtseingriffe in der öffentlichen Debatte zu klären, wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, und natürlich auch, um der Opposition eine Stimme zu geben. Die Frage, die Sie jetzt spezifisch gestellt haben, ist, ob die Neuregelung dem Parlamentsvorbehalt genügt. Und natürlich, das hat die Debatte ja gezeigt, ist die Frage der hinreichenden Bestimmtheit wertungsabhängig. Maßgeblich ist auf der einen Seite die natürlich zweifelsohne bestehende hohe Eingriffsintensität, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Vielgestaltigkeit, Komplexität und Dynamik der Pandemiebekämpfung und die Notwendigkeit zeitnahen Handelns, die natürlich für Spielräume sprechen. Blickt man in die Rechtsprechung, bestätigt das diesen Befund. Bereits erwähnt wurde der Beschluss des VG Hamburgs von gestern, dass die aktuelle Rechtsgrundlage für ungenügend erachtet hat und die Maßnahmen daher für verfassungswidrig. Hinzuzufügen ist freilich auch, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof Zweifel geäußert hat, die Maßnahmen im Eilverfahren aber gehalten hat und dass die Oberverwaltungsgerichte Berlin und Brandenburg und Lüneburg eine tragfähige Rechtsgrundlage gesehen haben. Was meine persönliche Meinung, mein Fazit betrifft, so muss man mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Anforderungen konstatieren, dass mit der Einfügung des Paragraphen 28a eine Präzisierung der exekutiven Handlungsermächtigung einhergegangen ist und dass dies einen wesentlichen Fortschritt im Vergleich zum Status quo darstellt. 28a stellt eine umfangreiche Nachschärfung dar und wenn Sie möchten, kann ich das noch im Detail erläutern. Richtig ist natürlich, es verbleiben weite Spielräume der Exekutive. Diese Spielräume sind aber in gewisser Weise wegen der Notwendigkeit eines übergreifenden Schutzkonzepts, das Einzelmaßnahmen kombinieren muss, unausweichlich. Und das steht natürlich einem strikt einzelmaßnahmenbezogenen Ansatz, wie man den von Standardmaßnahmen im Polizeirecht her kennt, entgegen. Was meines Erachtens auch unabweisbar ist, dass die Möglichkeit einer weiteren Schärfung der Ermächtigungsgrundlage, also des 28a, und damit Optimierungspotenzial besteht. Ich habe ja dafür in meiner Stellungnahme Einzelpunkte aufgezeigt, die ich nachher auch noch gerne erläutere. Und ich denke, jetzt im Gesetzgebungsverfahren sollte man sich auf die Erörterung und Abwägung dieser Punkte konzentrieren, dabei natürlich aber auch immer die Handlungsfähigkeit der Exekutive im Blick behalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Lutschak. Ja, vielen Dank. Ich möchte meine Frage gerne an Herrn Wollenschläger und an Herrn Brenner richten. Ich knüpfe noch einmal an die Frage, die Karin Mark gerade schon beschrieben hat, an den 28a, der ja zwei Absätze hat, Absatz 1 und Absatz 2. Da würde mich von Ihnen beiden interessieren, wie Sie die systematischen Zusammenhänge zwischen diesen beiden Absätzen sehen, mit Blick auf die Wesentlichkeitstheorie, die ja und das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes ist ja angesprochen worden, der gesagt hat, dass die Wesentlichkeitstheorie in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sowohl den Tatbestand als auch die Rechtsfolge umfasst. Und der 28a, so wie er jetzt vorgeschlagen ist, hat ja die Regelbeispiele in Absatz 1 niedergelegt und die Substanz, die Eingriffsschwellen sind ja in Absatz 2. Und da wäre jetzt meine konkrete Frage, muss man diese beiden Absätze möglicherweise noch mal miteinander verschränken, dass das Stufenmodell, Herr Wollenschläger, Sie hatten von Optimierungspotenzial in Ihrer Stellungnahme gesprochen, dass dieses Stufenmodell sozusagen verschränkt wird mit den jeweiligen Regelbeispielen in Absatz 1, um sozusagen an der Stelle dann der Wesentlichkeitstheorie, sowohl was den Tatbestand, aber auch was die Rechtsfolge anbelangt, Rechnung zu tragen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wollenschläger. Vielen Dank für die Frage, die sich ja spezifisch auf die Absätze 1 und 2 bezogen hat und damit auch auf die Bestimmtheit. Meines Erachtens sind die beiden Absätze zusammenzusehen, um eben die Frage der hinreichenden Bestimmtheit zu beurteilen und noch insoweit einen relativ großen Fortschritt da. Und das möchte ich auch noch mal ganz kurz mit Blick auf die Punkte, die Sie jetzt auch angesprochen haben,
präzisieren. Die Befugnisse beziehen sich auf eine spezifisch doppelt begrenzte Situation. Sie brauchen einmal die Feststellung der epidemischen Lage durch den Bundestag und dann haben wir des Weiteren einen Bezug ausschließlich auf die aktuelle Coronavirus-Pandemie. Wir haben zweitens ein spezifisches Ziel, nämlich die Eindämmung der Pandemie durch eine Unterbindung der dynamischen Verbreitung des Virus. Und was die Rechtsfolgen, die Sie angesprochen haben, betrifft, so bricht der Gesetzentwurf ja die abstrakte Ermächtigung der Generalklausel zu notwendigen Schutzmaßnahmen in 15 Regelbeispiele herunter, die die Gesetzesbegründung dann näher erörtert, näher darlegt mit Blick auf Entscheidungskriterien und eine inhaltliche Konturierung. Sie finden darüber hinaus eingriffslimitierende Kautelen, etwa eine Verschärfung der Untersagungsbefugnis für besonders grundrechtssensible Bereiche wie Versammlungen und religiöse Zusammenkünfte. Und Sie finden, das haben Sie ja angesprochen, eine Hierarchie der Schutzmaßnahmen mit den drei in der Gesetzesbegründung weiter konkretisierten Kategorien, nämlich schwerwiegende, stark einschränkende und einfache Schutzmaßnahmen. Und diese Stufen knüpfen auch an das Infektionsgeschehen an, insbesondere aber flexibilisiert an die rechtssicher feststellbaren Schwellenwerte der Zahl der Neuinfektionen. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass der Deutsche Bundestag ja ausweislich der Gesetzesbegründung die politische Gesamtverantwortung für den Erlass der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit übernommen hat und hier auch deutlich gemacht hat, dass die Schutzmaßnahmen bis hin zu einem vollständigen Herunterfahren des öffentlichen Lebens und zu weitreichenden Einschränkungen des Privatlebens gehen können. Die Spielräume bestehen natürlich nach wie vor. Ich habe ja schon ausgeführt, dass man diesen Spielräumen nicht durch einen strikt einzelmaßnahmenbezogenen Ansatz begegnen kann, weil sich die Pandemiebekämpfung ja von der Abwehr punktueller Gefahren im Polizei- und Sicherheitsrecht unterscheidet durch Standardmaßnahmen. Und deswegen ist Raum für die Entwicklung eines übergreifenden Schutzkonzepts zu lassen in Kombination der Einzelmaßnahmen. Und dann besteht, und darauf haben Sie auch angesprochen, die Möglichkeit einer weiteren Schärfung der Ermächtigungsgrundlage und Optimierungspotenzial. Und da kann man sich jetzt verschiedene Maßnahmen vorstellen. Und eine der Maßnahmen, die Sie jetzt ja auch angesprochen haben, mit Blick auf die Kombination, wäre natürlich eine Nachschärfung des Stufenmodells, bei der der Deutsche Bundestag ja auch Akzente jenseits der Fragen, ob einzelne Maßnahmen verfassungsrechtlich zulässig sind, setzen, indem er etwa Vorgaben hinsichtlich der Zulässigkeit oder der Unzulässigkeit einzelner Maßnahmen oder Amte Stufen im Rahmen des Stufenmodells beschränkt. Also hier bestehen durchaus Regelungspunkte und durchaus Möglichkeiten, die beiden Aspekte zu verknüpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Brenner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will auch auf die Frage eingehen und vielleicht nochmal zwei Punkte besonders hervorheben. Der erste Punkt, das klang ja auch schon in manchen Stellungnahmen an, ist die Frage, wird der neue § 28a den Vorgaben des Artikels 80 Absatz 1 Satz 2 gerecht? Und da ist meine Antwort ein klares Ja. Denn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geht ja dahin, dass aus einer Verordnungsermächtigung das Programm hinreichend erkennbar sein muss. Und wenn ich mir diese 15 Ziffern in Absatz 1 anschaue und vor allem auch die Praxis der vergangenen Wochen und Monate mir anschaue, dann ist für mich hinreichend klar, was an auch grundrechtseinschränkende Maßnahmen auf mich aufgrund dieser Ermächtigung zukommen kann. Hinzu kommt ja, dass der Paragraph 28a an diese epidemische Lagenfeststellung geknüpft ist, Punkt 1 und Punkt 2, dann auch noch Maßnahmen nur zulässig sind zur Bekämpfung des Coronavirus. Ich meine, man darf auch nicht zu weit nach oben gehen mit den Anforderungen an eine Verordnungsermächtigung, sonst wird man ja gleich sagen können, ist die Flexibilität für den Verordnungsgeber dahin und muss dann gleich der Gesetzgeber tätig werden. Also die Messlatte, die der Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 für Verordnungsermächtigungen aufstellt, die ist nach meiner Auffassung hier vollumfänglich erfüllt. Der Bürger kann aufgrund dieser 15 Ziffern klar vorhersehen, was an möglichen Maßnahmen auf ihn zukommt. Die weitere Frage, die auch gerade angesprochen wurde, ist, wie hängen Artikel 28 Absatz 1 und 2 zusammen? Ich meine, in der Tat, das war ja auch so in der Frage ein bisschen angeklungen, müssen die beiden
Absätze miteinander in Verbindung gebracht werden und vielleicht auch zusammengelesen werden. Aber was, glaube ich, die wesentliche Botschaft ist, dass der Artikel 28a Absatz 1 eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen vorsieht, die dann nach Absatz 2 wieder einer gewissen Einschränkung unterworfen werden. Denn der Absatz 2 sagt ja, wenn auch als Sollbestimmung, von der aber natürlich nicht ohne Begründung abgewichen werden kann, dass bei Erreichen einer dieser drei Stufen entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Ich meine, wenn man jetzt diese Begriffe der stark einschränkenden Schutzmaßnahmen oder der schwerwiegenden Schutzmaßnahmen oder der einfachen Schutzmaßnahmen wieder noch detailliert umfassen würde und präzisieren wollte, dann würde man den Ländern vielleicht die notwendige Flexibilität nehmen, die erforderlich ist, um vielleicht auch nur schwerpunktmäßig vorhandene Infektionszentren angemessen oder da angemessen reagieren zu können. Also ich meine, wir brauchen in der jetzigen Situation auch eine hinreichende Flexibilität. Und diese Flexibilität ist in der Norm enthalten. Sie ist aber gleichzeitig rechtsstaatlich eingefangen durch die Vorgaben des Absatzes 2. Also wenn wir beide Absätze zusammen lesen, dann meine ich, wird sowohl der verfassungsrechtlichen Vorgabe rechtsstaatlicher Klarheit und Bestimmtheit Rechnung getragen, als auch der Verwaltung die notwendige Flexibilität eingeräumt, um angemessen auf möglicherweise ganz unterschiedliche Infektionsgeschehnisse reagieren zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Frei von der Thorsten Frei von der, das kommt noch, von der CDU-CSU-Fraktion. Wir sehen den Herrn Frei und er dürfte reden. Wenn er das Mikrofon anschalten würde, würden wir ihn auch verstehen. Wir erwarten eine Frage von dem Herrn Frei. Dann stellt die nächste Frage Karin Mark. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage noch mal an den Herrn Professor Brenner. Im Rahmen der Diskussion wird jetzt auch die Frage aufgeworfen, ob die Länder zusätzlich ihre Rechtsverordnungen begründen müssen, ausreichend begründen müssen, heißt es da. Wie bewerten Sie diese Forderung? Herr Professor Brenner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Was Begründungspflichten anbetrifft, ist die Rechtsprechung ja nicht immer einer Meinung. Es gibt selbst im Bundesverfassungsgericht unterschiedliche Auffassungen zwischen dem ersten und dem zweiten Senat. Und es gibt auch aus dem Frühjahr diesen Jahres ein Urteil des Hessischen Verfassungsgerichtshofes zu der Frage der Begründungspflicht einer Rechtsverordnung. Die Begründungspflicht ist in dem Urteil abgelehnt worden. Ich meine aber angesichts der ja doch sehr weitreichenden Eingriffe, die durch den Paragraphen 28a ermöglicht werden, wird man schon von den vom jeweiligen Verordnungsgeber verlangen können, dass er zumindest in Grundzügen seine Entscheidung und die getroffenen Maßnahmen begründet. Dass wird auch sicherlich der Akzeptanz einer solchen grundrechtseinschränkenden Maßnahme sehr dienlich sein. Ich glaube, in der momentanen Situation erwarten die Bürger, dass nicht nur das Ergebnis der Verordnung bekannt gegeben wird, sondern auch die Begründung dargetan wird, dass nachvollziehbar ist, warum unter Umständen eben auch sehr weitreichende und einschränkende grundrechtseinschränkende Maßnahmen getroffen werden. Also selbst wenn man der Auffassung folgen wollte, wie das die Rechtsprechung und zum Teil eben auch die Literatur tut, dass eine Begründung nicht geschuldet ist, der Gesetz- und Verordnungsgeber praktisch nur das Produkt, sprich das Gesetz oder die Verordnung schuldet, so meine ich doch, dass vieles dafür spricht, dass man in dieser besonderen Situation auch eine Begründung abverlangen kann und gegebenenfalls vielleicht auch in das Gesetz eine solche Begründungspflicht oder ein Begründungserfordernis hineinschreibt. Wie gesagt, der Akzeptanz der entsprechenden Grundrechtseinschränkungen und überhaupt der entsprechenden Regelungen würde das sicherlich sehr gut tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt
Carsten Müller von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Brenner zu einem eben bereits erörterten Sachverhalt, und der ist ja auch Gegenstand schon der von verschiedenen Fragestellungen im ersten Teil der Anhörung geworden. In dem aktuellen Gesetzentwurf haben wir es ja mit der Unterteilung der Maßnahmen in drei Kategorien in 28 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz zu tun, also einfache Maßnahmen, einschränkende Maßnahmen, schwerwiegende Maßnahmen. Das ist angedacht. Aktuell wird allerdings auch darüber diskutiert, ob auf diese Abstufung verzichtet werden soll. Wir hatten, wie gesagt, im ersten Teil dazu eine Einschätzung vom HZI gehört. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Wie bewerten Sie das? Herr Professor Brenner. Ja, vielen Dank. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich eigentlich von dieser Differenzierung in dem Absatz 2 ganz angetan. Wenn man nur den Absatz 1 hätte und dann diese ganze Palette von Möglichkeiten vor Augen hätte, dann würde das vielleicht der Verwaltung oder dem Rechtsverordnungsgeber wieder ein bisschen zu viel Spielraum einräumen. Ich meine, die Indikatoren, die jetzt in Absatz 2 genannt sind, zähmen, wenn ich das so sagen darf, den Verordnungsgeber dann doch wieder ein und geben damit doch einen Mehrertrag an rechtsstaatlicher Bestimmtheit und Klarheit. Also nur den Absatz 1 im Gesetz haben zu wollen und auf den Absatz 2 komplett zu verzichten, würde ich nicht für eine wünschenswerte Idee halten, weil dann vielleicht der Handlungsspielraum für die Verwaltung oder für den Verordnungsgeber zu groß wäre. Wie ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme geschrieben habe, haben wir die Möglichkeiten, die Absatz 1 bietet, und die werden dann wieder eingefangen, wenn ich das salopp sagen darf, durch die Vorgaben des Absatzes 2. Wir haben also ein Wechselspiel zwischen Paragraph 28a Absatz 1 und Absatz 2. Und dieses Wechselspiel ist gekennzeichnet, wenn man das Produkt anschaut, was dann am Schluss herauskommt, durch ein hinreichendes Maß an Flexibilität für den Verordnungsgeber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber durch die verfassungsrechtlich gebotene Bestimmtheit und Klarheit. Deswegen würde ich, glaube ich, an dieser Zweiteilung, an diesen beiden Absätzen festhalten wollen. Sie vermischen oder sie bilden die hinreichende Grundlage für die notwendige Flexibilität der Maßnahmen auf der einen Seite und der gebotenen rechtsstaatlichen Einbindung oder Einbettung auf der anderen Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von dem amtierenden Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Professor Dr. Hirte. Ja, herzlichen Dank und einen schönen guten Tag in die Runde. Meine Frage richtet sich auch an den Einzelsachverständigen Michael Brenner. Die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus können ja von den Bundesländern der Systematik des § 5 IFSG folgend nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag festgelegt werden. Meine Frage ist, erachten Sie zusätzlich zu den nun vorgesehenen Regelungen weitere Regelungen für notwendig, etwa in Form einer oder mehrerer Befristungen? Herr Professor Brenner. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich meine, dass man diesen Gedanken durchaus verfolgen kann. Wir haben ja im Moment auch bei diesen beiden Lockdowns immer eine zeitliche Perspektive den Bürgern gegeben. Die wussten, dass der Lockdown 4 Wochen dauert, die damit verbundenen Maßnahmen auch. Und das hat für eine gewisse Berechenbarkeit dieser einschränkenden, teilweise ja sehr weitreichenden Maßnahmen gesorgt. Und deswegen hätte ich durchaus Sympathie dafür, dass, wenn entsprechende Maßnahmen getroffen werden, diese dann auch mit einer gewissen zeitlichen Befristung versehen werden. Die muss natürlich abhängig sein von dem Fortgang des Infektionsgeschehens. Und wenn ich einmal als Verordnungsgeber eine Frist gesetzt habe, wann die Maßnahmen auslaufen sollen, kann das natürlich nicht heißen, dass diese Frist gewissermaßen zementiert ist. Sie muss dann auch verlängert werden können. Aber wenn man, was vorhin angesprochen wurde, ein Begründungserfordernis verlangt, dann meine ich, wäre es ein geringes, auch noch eine gewisse zeitliche Begrenzung in das Gesetz oder in die Verordnung hineinzuschreiben, um einfach auch hier die Akzeptanz zu erhöhen und nicht beim Bürger den Eindruck zu vermitteln, dass diese grundrechtseinschränkenden Maßnahmen, salopp gesagt, bis zum Ende dieser epidemischen Lage Fortgeltung haben könnten. Also im Sinne der Akzeptanz dieser Maßnahmen wäre eine solche zeitliche Befristung, glaube ich, durchaus sinnvoll und sollte vom Gesetzgeber auch erwogen werden. Danke sehr. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Lutschak. Vielen Dank. Ich möchte ganz gerne noch mal
Herrn Wollenschläger adressieren. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme auch von einem übergreifenden Schutzkonzept gesprochen, haben noch einmal in Ihrer Stellungnahme auch dargelegt, dass die momentan vorgeschlagene Regelung, Generalklausel plus Regelbeispiele vorzuziehen wäre gegenüber Standardmaßnahmen, wie wir sie aus dem Polizei- und Ordnungsrecht kennen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch einige Gedanken darauf verwenden, inwieweit man im 28a noch weitere Parameter, weitere Zielsetzungen, die der Gesetzgeber verfolgt, die er zulässigerweise bei seinen Maßnahmen zugrunde legen kann, ob das wünschenswert wäre, dort noch niederzulegen. Also man kann ja etwa an die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Maßnahmen denken, dass man das nochmal ausdrücklich adressiert, dass das auch zulässige Abwägungsparameter sind, die der Gesetzgeber hier auch vornehmen kann. Ja, vielen Dank für die Frage. Herr Professor Dr. Wollenschläger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Sie hatten noch mal angesprochen die Frage des einzelmaßnahmenbezogenen Ansatzes. Hier ist wichtig zu sehen, und das zeigen ja auch die Verordnungen, dass nicht durch eine spezifische Maßnahme auf die Gefahr reagiert wird, sondern dass es darum geht, ein Gesamtkonzept zu erstellen. Und die Möglichkeit, dieses Gesamtkonzepts zu erstellen, muss natürlich im Rahmen des Spielraums berücksichtigt werden, der den Ländern eingeräumt wird. Und dieses Schutzkonzept besteht ja letztlich aus einer Kombination von Einzelmaßnahmen. Und deswegen erachte ich es für problematisch, wenn man jedenfalls einem strikt einzelmaßnahmenbezogenen Ansatz folgt. Das heißt nicht, dass man für besonders eingriffsintensive Maßnahmen, ich hatte das ja mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktbeschränkungen ausgeführt, und der Gesetzentwurf enthält es ja bislang schon für die Frage der Versammlungen und der Gottesdienste und religiösen Versammlungen, dass dort Mindestschwellen verankert werden. Aber ein strikt einzelmaßnahmenbezogener Ansatz, wie wir ihn etwa von den Standardbefugnissen der Landespolizeigesetze her kennen, den, denke ich, kann man wegen des notwendigen Gesamtkonzepts nicht verfolgen. Dieses Gesamtkonzept muss man eben steuern, etwa durch das Stufenmodell, wie wir es jetzt auch angesprochen haben. Sie hatten nach weiteren Steuerungsmöglichkeiten gesprochen, und da möchte ich nochmal bekräftigen, natürlich, das ist ja auch Ihre Aufgabe als Bundestag, entsprechende Prioritäten, entsprechende Vorgaben für die Ausfüllung der Spielräume durch die Länder aufzustellen. Wenn Sie etwa der Auffassung sind, dass bestimmte Maßnahmen unzulässig sein sollen, nur in begrenzten Fällen zulässig sein sollen, nur in beschränkten Ausprägungen zulässig sein sollen, können Sie das natürlich dem Landesgesetzgeber, dem Landesverordnungsgeber einschränken, vorgeben, unabhängig von der Frage, ob der verfassungsrechtliche Spielraum noch weiter wäre. Und das gilt natürlich dann auch für Direktiven, mit denen der Landesgesetzgeber dann die Ermächtigungsgrundlagen ausfüllen würde. Ich denke etwa an die Vorgabe des Bundestags bei im Rahmen des Schutzkonzeptes Schule und Kinderbetreuung zu priorisieren, wegen des Bildungsauftrags, wegen Anliegen des Kindeswohls. Und das wäre dann vom Landesverordnungsgeber entsprechend im Rahmen der Aufstellung des Gesamtkonzepts zu berücksichtigen. Und natürlich ist es auch denkbar, jedenfalls im Rahmen der infektionsschutzrechtlichen Vertretbarkeit, einzelne Sektoren, etwa im sozialen Bereich Kunst und Kultur, oder auch Sektoren, die vielleicht in der Vergangenheit besonders intensiv von einschränkenden Maßnahmen betroffen waren, zu privilegieren. Und das ist ja sozusagen gerade Ihre Gestaltungsaufgabe als Parlament, unabhängig von der Frage, ob es jetzt verfassungsrechtlich zwingend geboten ist, aber entsprechende Akzente für die Erstellung des Gesamtkonzepts zu fordern. Und weil das Gesamtkonzept eben so entscheidend ist, und da möchte ich auch nochmal das bekräftigen, was Herr Brenner schon angesprochen hat, ist natürlich auch das entsprechende Begründungserfordernis von Bedeutung, weil mit diesem Begründungserfordernis der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber eben darlegt, warum er derartige Maßnahmen ergreift. Und vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt bei den prozeduralen Pflichten, sei es jetzt das Begründungs- oder das Befristungserfordernis. Umso mehr Sie den Gesetzgeber prozedural durch derartige Anforderungen einhegen,
Umso weitere materielle Spielräume sind natürlich akzeptabel, weil die prozeduralen Anforderungen ja gerade auf eine Einhegung weiter materieller Spielräume zielen. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage. Die Bewertung nehmen wir später vor. Die nächste Frage stellt Thorsten Frei. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es tut mir leid, dass das vorher nicht funktioniert hat. Ich hoffe, dass ich jetzt gut zu verstehen bin. Ich würde meine Frage... Sehr gut. Sehr gut, vielen Dank. Ich würde meine Frage gerne an Herrn Professor Brenner richten. Und zwar, es ist ja durchaus denkbar, dass das Krankheitsgeschehen eben auch nur regional auftritt. Und vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, ob in Erweiterung der bisher vorgesehenen Regelungen es durchaus sinnvoll sein könnte, dass auch Landtage in der Lage wären, für ihr Land eine epidemische Lage feststellen zu können. Und damit verbunden würde ich gerne die Frage stellen, ob dann Ihrer Ansicht nach es einen gesetzlichen Rahmen dafür geben müsste, unter welchen Voraussetzungen eine solche epidemische Lage festgestellt werden könnte. Vielen Dank. Herr Professor Brenner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, die Frage, ob man jetzt gewissermaßen die Landtage nochmal ins Boot holen soll im Hinblick auf die Feststellung einer epidemischen Lage, würde ich vielleicht doch mit einem Fragezeichen versehen wollen. Wenn diese epidemische Lage jetzt nur etwa auf das Saarland, um ein willkürliches Beispiel zu nennen, oder die Freie und Hansestadt Hamburg zu konzentrieren, erscheint mir doch ein bisschen, auch aus medizinischer Sicht, ein bisschen wenig tunlich zu sein. Man hätte dann vielleicht auch doch die Problematik, dass man jetzt auf Bundesebene die Feststellung hat und dann 2-3 Länder diese Erklärung nochmal voranbringen. Ich sehe ehrlich gesagt da nicht so ganz den Mehrertrag einer solchen zusätzlichen Feststellungsbefugnis. Denn wenn der Bund diese Feststellung getroffen hat, dann haben die Länder ja die ganzen Möglichkeiten, die jetzt in dem Paragraphen 28a niedergelegt sind. Also da würde ich nicht jetzt einen wirklichen Mehrertrag sehen, sondern im Gegenteil vielleicht eher einen Grund für zusätzliche Verwirrung. Wenn jetzt 2-3 Länder diese Erklärung abgeben, die anderen 13 dann nicht, wir auf Bundesebene aber dann vielleicht wiederum diese Feststellung haben. Das riecht für mich ein bisschen nach föderalistischem Durcheinander, was ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder kritisiert wurde bei diesen ganzen Maßnahmen. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher davon abraten, von einer solchen zusätzlichen Feststellungsbefugnis für die Landtage. Wenn man die einführen wollte, dann bedürfte es sicherlich hierfür eines entsprechenden gesetzlichen Rahmens. Den würde ich dann wahrscheinlich im Bundesrecht verorten wollen, dass dann der Bundestag die Länder ermächtigen muss, eine solche Feststellung zu treffen. Aber wie gesagt, von der inhaltlichen Seite her wäre ich da, glaube ich, doch eher zurückhaltend, um einer Verwirrung, die damit wahrscheinlich verbunden wäre, keinen weiteren Vorschub zu leisten. Vielen Dank. Dankeschön. Die letzte Frage stellt in dieser Runde Rudolf Henke. Und für Frage und Antwort haben wir 2 Minuten. Ja, gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich nochmal an Frau Dr. Anne Bunte und bezieht sich auf das Regelbeispiel in dem Paragraphen 28a Absatz 1. Da haben wir unter anderem bei 6 die Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen als eine der Möglichkeiten. Da würde mich vor dem Hintergrund der Praxis mal interessieren, welche Erfahrungen man da so bei der Tätigkeit in einem Gesundheitsamt macht. Frau Dr. Bunte. Ja. Danke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Anne Bunte, Gesundheitsamt Kreis Gütersloh. Wir würden das sehr begrüßen, wenn eine nicht abschließende Aufzählung möglicher Maßnahmen bundeseinheitlich quasi zur Verfügung stände, weil was wir erleben ist, je individueller und kleinteiliger das Ganze läuft, desto schwieriger ist das zu kommunizieren dabei. Und einen großen Teil, haben wir auch an anderen Stellen heute schon gehört, unserer Zeit müssen wir in Erläuterung, in der Kommunikation mit den Bürgern auch
entsprechend verbringen. Und zumindest dafür wäre dann eine Einheitlichkeit sehr, sehr hilfreich. Die entsprechenden rechtlichen Bewertungen kann ich nicht tätigen, aber so wie diese Maßnahmen exemplarisch aufgelistet sind und nicht ausschließend sind dabei, würde ich mir das auch in dem Sinne des Datenschutzes bzw. der Weiterleitung von Daten, die ja heute auch mehrfach schon in der Diskussion waren, wünschen dabei. Das würde uns die Arbeit vor Ort deutlich erleichtern. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die SPD-Fraktion und die erste Frage stellt Hilde Mattheis. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an Herrn Professor Dr. Möllers. Mit dem Gesetzentwurf werden die Anordnungsbefugnisse des BMG aus § 5 Infektionsschutzgesetz über Beschränkungen zur Einreise in die Bundesrepublik in § 36 Infektionsschutzgesetz überführt und als Verordnungsermächtigung der Bundesregierung ohne Beteiligung des Bundesrates ausgestaltet. Können Sie zu diesem Artikel Stellung nehmen, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob nicht eine stärkere Parlamentsbeteiligung bei diesen Eingriffen in Reisefreiheit und Datenschutz sinnvoll wäre und notwendig wäre? Herr Professor Dr. Möllers. Grundsätzlich muss man sagen, vielen Dank erstmal, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist die Reform der Verordnungsermächtigung insofern zu begrüßen, als dass sie tatsächlich sozusagen die Ungewissheit hinsichtlich der Bundeskompetenz beim Vollzug erst einmal so aufgehoben hat und hier Kritik aus der Diskussion aufgenommen hat. Grundsätzlich kann man sich auch immer fragen, ob die hier vorgenommenen Eingriffe nicht sozusagen einer höheren Form von Legitimation gebrauchen. Und dazu sind natürlich Zustimmungsvorbehalte des Bundestages immer willkommen. Ich würde in dem Fall vielleicht tatsächlich nicht so weit gehen, zu sagen, dass es verfassungsrechtlich geboten ist. Das sind Zustimmungsvorbehalte des Bundestages sowieso wahrscheinlich nur selten. Aber es bietet sich an, hier wie bei all den anderen Fragen, wir kommen ja vielleicht noch zu 28a, tatsächlich zu sehen, dass das, was hier an Materiellen nicht geleistet wird, durch prozedurale Vorkehrungen, wie meine Vorsprecher ja auch schon gesagt haben, insbesondere durch Befristungen und Zustimmungsvorbehalte, zumindest teilweise aufgefangen werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt auch Hilde Mattheis. Ja, meine Frage richtet sich diesmal an Professor Wollenschläger und Professor Möllers. Der GKV-Spitzenverband legt in seiner Stellungnahme dar, dass die Finanzierung der zu erwartenden Kosten für Impfungen und den laufenden Kosten für Testungen durch die gesetzliche Krankenversicherung nicht sachgerecht ist. Diese Ausgaben sind zudem durch das Ministerium nicht bezifferbar und erfolgen durch Verordnungsermächtigung des BMG ohne Beteiligung des Bundesrates im § 20i SGB V. Halten Sie vor diesem Hintergrund eine stärkere Parlamentsbeteiligung durch Bundesrat und oder Bundestag für notwendig? Herr Professor Dr. Wollenschläger. Vielen Dank für die Frage. Bei dem Bereich muss ich offen gesagt passen, weil ich mich auf die Parlamentsbeteiligung konzentriert habe und würde an Herrn Möllers weiterreichen. Das geht mir natürlich genauso. Ich denke, die Frage, es gibt da zwei Dinge, die man auseinanderhalten kann. Jedenfalls, das ist die Frage des Verfahrens und die Frage der Kostendeckung. Die Frage, ob die Krankenversicherung die Kosten decken soll, ist ja erstmal eine finanzverfassungsrechtliche Frage, wo ich sagen würde, Sozialversicherungs- und finanzverfassungsrechtliche Frage, wo ich sagen würde, es leuchtet mir erstmal durchaus ein, dass das so ist. Bei der Frage der Parlamentsbeteiligung würde ich eigentlich auch sagen, dass das nicht so ein klassischer Fall ist, wo man die Parlamentsbeteiligung ausbauen sollte. Aber ich bin auf die Frage nicht wirklich gut vorbereitet. Nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Ja, danke schön. Meine Frage geht an den Landkreistag, beziehungsweise vertreten wahrscheinlich durch die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Können Sie uns hier noch einmal kurz darlegen, wie Sie die rechtspolitischen Änderungsvorschläge, insbesondere zum Paragraphen 28a Infektionsschutz, bewerten? Herr Dr. Ruge, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Wir begrüßen dem Grunde nach die rechtspolitischen Änderungen, die mit dem 28a verfolgt werden. Wir haben ja immer die Spannungslage zwischen einerseits Steuerung durch das Gesetz und andererseits einer effektiven Pandemiebekämpfung. Und man kann wohl durchaus sagen, das ist ja angesprochen worden auch in der ersten Runde, nicht alle dieser einzelnen Maßnahmen sind von vornherein wissenschaftlich vollständig evidenzbasiert. Dennoch ist das der vorliegende Versuch, trägt Rechnung
genau diesem Spannungsfeld Herr zu werden und insbesondere die Regulatorik eines nicht abschließenden Katalogs wird deshalb aus unserer Sicht dem Grunde nach begrüßt, weil wir eben in gewisser Weise Legitimation auf diese Weise, Parlamentseinbindung und eine gewisse Konkretisierung erfahren, aber dennoch flexibel sind bei der Gestaltung vor Ort über die Maßnahmen hinaus. Ob die strenge Inzidenzregelung mit 35 und 50 sachgerecht ist, würden wir dahin stehen lassen. Insbesondere die starke Fixierung auf dieses eine Tatbestandsmerkmal ist ja verschiedentlich angeklungen, ist vielleicht weniger geeignet. Dennoch ist grosso modo, also alles in allem, die Regelung aus unserer Sicht richtig. Wir würden sagen, die Zuständigkeit für die Länder bei der Umsetzung dieser Maßnahmen in Absatz 2, Satz 6 wird etwas sehr in den Hintergrund gedrängt. Insofern haben wir auch kritische Anmerkungen dazu, aber rechtspolitisch war ja die Frage, begrüßen wir die Regelung als solches. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Dr. Christoph Möllers. Warum ist eine Konkretisierung des jetzigen Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz überhaupt notwendig? Herr Professor Dr. Möllers. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist nochmal wichtig klarzumachen, dass es gar keinen Widerspruch gibt zwischen sagen, der Frage der parlamentarischen Legitimation und dieser gesetzlichen Einleitung der Effektivität der Maßnahmen. Sondern wir müssen, glaube ich, alle nochmal sehen, dass wir im Moment eine Lage haben, in der wir sehr, sehr viele anhängige und erfolgreiche Klagen haben und dass die Verwaltungsgerichte sehr, sehr viele Maßnahmen entweder aufgenommen, aufgehoben oder aber auch zumindest beschränkt haben. Verordnungen sind viel weicher in der Hand der Gerichte als Gesetze. Und das Regime im Moment ist fragil, umstritten und hat auch ein Legitimationsproblem, weil wir halt sehen, dass die Gerichte einen Flickenteppich an undurchsichtigen Verhältnismäßigkeitsentscheidungen schaffen. Die Vergesetzlichung ist also im Interesse eines effektiven Gesundheitsschutzes. Und hier haben wir ein Problem, das über so einzelne spektakuläre Entscheidungen, wie der IGVG Hamburg, durchaus hinausgeht. Frau Klafke hat das mal nachgerechnet gesehen, dass wir eine unglaublich hohe Erfolgsquote im verwaltungsgerichtlichen Verfahren bei der Epidemiebekämpfung haben. Viel höher als bei allen anderen Rechtsgebieten im Moment. Darum geht es erstmal, die Maßnahmen effektiv zu machen. Und deswegen ist hier so dieser manchmal aufgebaute Widerspruch halt ein Fehler. Und deswegen muss der Bundestag halt auch für Maßnahmen die Verantwortung übernehmen, die ansonsten halt irgendwie vor den Gerichten aufgehoben oder uminterpretiert werden können. Nochmal ganz klar, Verordnungen müssen von Gerichten nicht angewendet werden. Gesetze müssen von Gerichten angewendet werden oder sie werden vor das Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Das ist das Problem und das Problem ist vielleicht nicht so ganz angekommen. Mit Blick auf 28a denke ich auch, ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, überhaupt Maßnahmen zu definieren und damit Rechtsfolgen klar zu machen. Man muss allerdings auch sagen, da würde ich Herrn Brenner dann doch nochmal widersprechen, dass das Programm eines Grundrechtseingriffs nicht nur in der Rechtsfolge des Eingriffs besteht, sondern auch den Tatbestandsvoraussetzungen des Eingriffs. Also ein Programm haben wir nur dann, wenn wir nicht nur wissen, was die Verwaltung tun darf, sondern auch, wann sie es unter welchen Bedingungen tun darf. Und wenn man dann ins Gesetz guckt, sieht man, naja, es sind eigentlich keine Bedingungen definiert, außer der pandemischen Notlage, die im Gesetz aber nicht definiert ist. Sondern da steht nur Voraussetzungen für die pandemische Notlage, aber die werden dann nicht im Gesetz ausgereicht. Sodass die Vorschrift im Ergebnis, was die Tatbestandlichkeit angeht, anders als was die Rechtsfolge angeht, eigentlich nicht wirklich anders ist als das Vorgängerregime. Das kann man so machen. Ich halte es für riskant und ich würde auch nochmal allen Beteiligten sagen, dass wenn man mit so einer Regelung vom Bundesverfassungsgericht Schiffbruch erleidet, und die wird jetzt vom Bundesverfassungsgericht landen. Das ist eine frische Regelung, für die man unmittelbar jetzt Verfassungsbeschwerde heben kann. Der Schaden immens wäre. Es würde dann wirklich die Legitimation des ganzen Regimes in Frage gestellt werden. Deswegen muss man sich nochmal fragen, ob man nicht lieber sozusagen auf Nummer sicher geht und nicht nur Rechtsfolgen kodifiziert in einem gemeinsamen Interesse an der effektiven Pandemiebekämpfung, sondern auch die Tatbestandlichkeit nochmal regelt. Und wenn man dazu keine Standardmaßnahmen regeln will, weil das nicht geht, ich bin da nicht ganz der Einsicht von Herrn Wollenschläger, wir haben in der Terrorismusbekämpfung auch Standardmaßnahmen. Terrorismusbekämpfung ist deutlich volatiler in den Kausalzusammenhängen als die Pandemiebekämpfung. Da agieren die Akteure mit so Strategien, anders als der Virus. Und wenn man das nicht will, dann muss man, glaube ich, zumindest nachbessern mit Blick auf die Definition der pandemischen Notlage, mit Blick auf solche Dinge wie Beschränkung und Befristung und Begründung, mit Blick auf den Zweck des Gesetzes. Der Gesetzeszweck heißt nämlich hier nicht allgemein Infektionsschutz, sondern er heißt natürlich Schutz der Integrität des Gesundheitssystems, Schutz der Intensivstation vor Überlaufen. Und dann muss man schließlich wahrscheinlich auch nochmal überlegen, ob man bestimmte Grenzen ins Gesetz reinschreibt. Also auch manche Dinge gehen vielleicht doch nicht. Totale Ausgangssperrung, Trennung von Eltern und Kindern und so weiter und so fort.
ich sage das wirklich als jemand, der mit der Arbeit der Regierung durchaus zufrieden ist, aber der glaubt, dass sie sich in gewisser Weise wirklich gefährdet hat und mittelfristig auch noch mehr gefährden will, wenn so eine gesetzliche Grundlage nicht ausreicht. Und da ist der 28a, das wird mein letztes Wort sein, mit Blick auf die Absatz 2, nämlich auf die eingehende Regelung der Inzidenz, gerade umgekehrt vielleicht sogar zu eng, weil er da in der Tat sozusagen nur eine einzige Kennziffer erwähnt, nämlich die Inzidenzen in einer etwas seltsamen Art und Weise und damit eigentlich die in diesem Fall dann vielleicht gebotene Flexibilität der Exekutive gerade wieder nicht beachtet. Also es geht darum, die Tatbestände auszufüllen, damit wir tatsächlich auch Rechtssicherheit schaffen. Und diese Rechtssicherheit nochmal haben wir im Moment tatsächlich nicht. Das sieht im Moment so aus, weil wir keine große Verfassungsgerichtsentscheidung haben, aber das Regime ist jetzt so, wie es ist, durchlöchert. Durch eine unglaublich große Anzahl an verwaltungsrechtlichen Entscheidungen, die mal einer Großmutter hier und einem Ladenbesitzer dort sein Recht geben, aber damit im Grunde das ganze Projekt legitimatorisch doch etwas in Frage stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Hilde Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will noch mal auf meine vorige Frage zurückkommen und frage den GKV-Spitzenverband und frage die Frau Professor Kiesling. Der GKV-Spitzenverband Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme dargelegt, dass die Finanzierung der zu erwartenden Kosten für Impfungen und den fortlaufenden Kosten für Testungen durch die gesetzliche Krankenversicherung nicht sachgerecht ist. Könnten Sie darauf noch mal eingehen, bitte? Herr Kiefer. Entschuldigung, ein Nachtrag und natürlich dies in Bezug auf Parlamentsbeteiligung. Vielen Dank. Ja, Herr Kiefer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Mattheis, vielen Dank für die Frage. Generell muss man nochmal hervorheben, dass wir uns bei Feststellung des Bundestages und auch tatsächlich in einer Notlage befinden von grundsätzlichem Umfang. Und es braucht Herr Kiefer, Sie sind im Moment schlecht zu verstehen. Könnten Sie vielleicht auch Ihr Bild ausschalten, damit die Sprache besser rüberkommt? Vielleicht können wir es so machen. Ich versuche das mal zu ordnen. So geht's. Okay, dann nehme ich das Bild nochmal raus. Okay, so. Also, ich will gerne nochmal auf die grundsätzliche Frage eingehen. Man muss, glaube ich, in diesem Punkt nochmal sauber, auch wenn das im Moment vielleicht als etwas theoretisch wird, sagen, wo ist die Verpflichtung der Krankenversicherung für die Funktionen, die vom Gesetzgeber gegeben sind und welche Verpflichtungen gehen über den Zwecksetzung und die Verantwortung hinaus. Wir sind der Auffassung, dass in einer nationalen Notlage vieles von der Krankenversicherung natürlich mitgestaltet, mitgeregelt und auch finanziert wird, dass aber die Frage, die hier gestellt ist, aus unserer Sicht eindeutig in die gesamtgesellschaftliche und damit staatliche Verantwortung fällt und nicht allein sozusagen von der zwar großen, aber dann doch etwas kleineren Gemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten getragen werden muss. Das ist die Grundposition, die im Übrigen auch in vielen Punkten in der Bekämpfung der Pandemie von Seiten des Gesetzgebers, aber auch des Verordnungsgebers berücksichtigt hat, indem er sich richtigerweise an vielen mit der Pandemie verbundenen Kosten, beispielsweise, ich habe es vorhin genannt, Leerbettenpauschale und Ähnlichem, umfangreich beteiligt hat oder indem er richtigerweise auch zusätzliche Bundesmittel in den Gesundheitsfonds gespeist hat, um diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben gegen zu finanzieren. Das ist die grundsätzliche Herangehensweise. Und Frau Abgeordnete, in der Tat, wesentliche Entscheidungen, die dann von der Krankenversicherung durchzuführen sind, sind auch nach unserer Auffassung vernünftigerweise durchaus im Parlament zu diskutieren und vom Parlament zu entscheiden. Vielen Dank, Frau Dr. Kiesling. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte mich jetzt auf diese Frage auch nicht. Können Sie mich hören? Oder haben wir jetzt wieder das? Ja. Wir hören Sie. Genau, also die Frage war ich jetzt auch nicht vorbereitet, aber ich versuche mal so aus dem Sozialversicherungsrecht für zwei, drei Punkte da anzubringen.
Das sind ja erstmal, wenn wir Testung und die Impfleistungen durch die GKV bezahlen, sind das natürlich erstmal versicherungsfremde Leistungen, wenn wir die ganze Bevölkerung da einbeziehen. Deswegen finde ich das im Ansatz erstmal, bin ich da so ein bisschen skeptisch, ob das so auf Dauer der richtige Weg ist. Aber ich würde auch sagen, jetzt so in der Notlage ist das vielleicht der schnellere und dann effizientere Weg, das zu regeln. Und da wir diese Ausgleichszahlung haben, so wie ich das sehe, haben wir dann ja auch den finanziellen Nachteil am Schluss nicht. Zur Frage, ob dann der Bundestag da auch zustimmen muss, da würde ich jetzt auch Herrn Professor Möllers erstmal also mich da anschließen, dass das nicht zwingend ist an der Stelle, aber das ist dann ja auch eine politische Frage, ob man das nicht dann doch regeln möchte, um da diese demokratische Legitimation zu haben an der Stelle. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Frau Mattheis. Ja, ich komme noch mal auf die Frage von Frau Behrendt zu sprechen und frage Sie, Professor Möllers, noch mal, in welchen Fällen Sie die Verfassungs-, sehen Sie als Verfassungsrechtler ein Zustimmungserfordernis bei Rechtsverordnungen ganz allgemeiner Art? Vielleicht könnten Sie darauf noch mal eingehen. Herr Professor Dr. Möllers. Ja. Dankeschön, Entschuldigung. Grundsätzlich ist die zustimmungsvorbehaltene Rechtsverordnung eine gesetzliche Regelungsmöglichkeit, die im Grundgesetz gar nicht vorgesehen ist ausdrücklich, aber die das Bundesverfassungsgericht als Ausgestaltungsmöglichkeit anerkannt hat. Es war teilweise sogar umstritten, ob das ging. Man wählt sie im Prinzip dann, wenn der Bundestag auch vielleicht auf eine veränderbare Lage oder auf irgendetwas sozusagen, was volatil ist, reagieren will oder wenn er der Meinung ist, dass die sonstige Ausgestaltung der Verordnung nicht genug demokratische Legitimation transportiert. Deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, es gibt grundsätzlich erstmal keine allgemeine Pflicht, eine harte Pflicht, Zustimmungsverhalte vorzusehen. Aber man würde auch sagen, in der jetzigen Situation, in der es ja auch sehr darum geht, nochmal den Bundestag überhaupt erstmal wieder reinzubekommen in die Frage der Grundrechtseingriffe und in das Regime, ist es durchaus willkommen, glaube ich, und jedenfalls ganz unproblematisch, in das Gesetz auch Zustimmungsvorbehalte für den Bundestag hineinzuschreiben. Und damit im Grunde durch die Debatte, die Öffentlichkeit, all die Tugenden des parlamentarischen Verfahrens tatsächlich auch immer mal wieder neu zu aktivieren und entscheidungserheblich zu halten und nicht einfach nur so zu debattieren, ohne dass über am Ende der Debatte eine Entscheidung steht, wie wir es ja mit Blick auf das Verordnungsregime teilweise gehabt haben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar. Dankeschön. Und auch meine Frage geht an Herrn Professor Dr. Möllers. Kann der Bund den Bundesländern eine gesetzliche Begründungspflicht für Landesverordnungen im Infektionsschutzgesetz vorgeben? Und wäre dieses sinnvoll oder würde sie die Effektivität des Verwaltungshandelns zu sehr einschränken? Herr Professor Dr. Möllers, Sie haben knapp 3 Minuten für die Antwort. Ja, das ist, brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Also es ist eine interessante Frage, zu der ich ehrlicherweise sagen muss, es ist eine nicht ganz geklärte Frage. Also ich kann Ihnen jetzt meine Meinung dazu sagen, aber ich glaube auch, dass wir über die Frage noch was hören werden. Denn auf der einen Seite kann man sagen, weil der Bund die Länder ermächtigen kann, kann er auch die Kautelen der Ermächtigung regeln. Auf der anderen Seite ist es halt ein Eingriff in das Landesrechtsverordnungssetzungsverfahren. Man könnte argumentieren, dass das im Grunde in die Staatsorganisation der Länder hineinreicht. Ich glaube, es wäre ein Versuch wert. Ich halte es persönlich auch für möglich und ich glaube, im Ergebnis würde es auch das Verfahren nicht entschleunigen, denn grundsätzlich müssen ja diese Dinge erörtert werden. Man kann ja nicht einfach so eine Rechtsverordnung machen, ohne darüber nachgedacht zu haben, warum. Und diese Reflexion darüber, warum die Rechtsverordnung in einer bestimmten Form ergeht, dann zu verschriftlichen und das dann zu einer amtlichen Begründung zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr willkommen. Es ist im Gegenteil meines Erachtens sogar so, dass das die Effektivität der Maßnahmen erhöhen könnte, weil dann die Gerichte nämlich viel besser verstehen, worum es in der Rechtsverordnung eigentlich geht. Wir haben etwa mit Blick auf solche Sachen wie Quadratmeterbegrenzungen bei Verkaufsflächen teilweise einfach auch eine große Irritation der Gerichte gehabt, die nicht genau wussten, warum ist es eigentlich so geregelt. Und genau das Problem muss mit der Begründung auch sozusagen gelöst werden. Das heißt also, eine begründete Rechtsverordnung hat mehr Versprechen auf Stabilität gegenüber gerichtlicher Kontrolle als eine, die sozusagen nur anekdotisch und durch Pressekonferenzen irgendwie begleitet wird. Vielen Dank. Wir haben noch 1 Minute. Eine kleine Frage. Die SPD schenkt uns die Minute und damit geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion über. Und die erste Frage stellt Dr. Robisch Lund. Herr Spangenberg, Entschuldigung. Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Tobias Gall, Rechtsanwalt. Gall, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in seiner Ausarbeitung WD 3-3000 256 aus 20
zum Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite dezidierte Kritik an dem Gesetzentwurf, zum Beispiel bezüglich der Normenklarheit oder einer fehlenden Formulierung von Standardmaßnahmen geübt. Wie beurteilen Sie denn bezüglich im § 28 Infektionsschutzgesetz überhaupt die Rechtmäßigkeit sämtlicher bisher getroffener Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19? Herr Gall, Sie haben das Wort. Ja, danke für die Frage. Ich möchte die Frage zur Gelegenheit nehmen, noch einmal aufzuklären und vielleicht auch zuzuspitzen, was der Hintergrund dieses Gesetzesvorhabens ist. Wir stehen, das ist unterschiedlicher oder mehrfach schon angeklungen, wir stehen ja vor einer Situation, die sich in der Rechtsprechung jetzt abzeichnet, dass möglicherweise sämtliche Maßnahmen der Corona-Pandemie-Bekämpfung, die in der Vergangenheit ausschließlich auf Grundlage § 32 Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit 28 ergriffen wurden, womöglich komplett nichtig sind. Professor Möllers hat es eben ganz zuspitzend formuliert. Es geht nicht um die Frage, ob diese Corona-Verordnungen rechtswidrig sind und vom Gesetz, von der Rechtsprechung angewandt werden müssen, sondern es geht um die Frage, ob sie womöglich alle nichtig sind und nicht mal angewendet werden dürfen. Es geht dabei um zwei ganz grundlegende Prinzipien, die unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip folgen. Das ist der Vorbehalt des Gesetzes, das ist der Parlamentsvorbehalt, der ja auch gewissermaßen Diskussionsgrundlage für dieses Gesetzvorhabens war, weil man offenbar Zweifel daran hatte, ob diese grundlegenden Maßnahmen nicht eine Entscheidung des Bundesgesetzgebers, also des Deutschen Bundestages, erfordern. Die zweite Frage, ebenfalls unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip folgendes Verfassungsprinzip, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wir stehen in einer Situation, wo historisch sicher einmalig Grundrechtseingriffe durch staatliche Verordnungen und staatliche Maßnahmen in einem zuvor unvorstellbaren Umfang vorgenommen wurden. Das sind alles Maßnahmen des Gefahrenabwehrrechts. Das wird gerne übersehen, beziehungsweise ich hatte schon darauf hingewiesen, dass polizeirechtliche beziehungsweise gefahrenabwehrrechtliche Instrumentarium bleibt weitgehend unberücksichtigt. Der Vorbehalt des Gesetzes, der Vorbehalt des Parlamentsgesetzes besagt, dass nicht nur über alle wesentlichen Fragen, sondern vor allem zunächst einmal über jedwede grundrechtseingreifenden Maßnahmen der Parlamentsgesetzgeber entscheiden muss. Das heißt, er muss der Exekutive eine Eingriffsermächtigung erteilen, die ihn die Exekutive überhaupt in die Lage versetzt, verfassungsgemäß zu handeln. Diese Ermächtigungsgrundlage soll § 28 des Infektionsschutzgesetzes in der Vergangenheit gewesen sein. Ich habe allergrößte Zweifel, dass das eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage ist. Denn der zweite unmittelbare Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit ist im Gefahrenabwehrrecht ja in die Ermächtigungsgrundlage mit aufgenommen. Wir reden hier von einem polizeirechtlichen Grundsatz, gefahrenabwehrrechtlichen Grundsatz, der gewissermaßen seit der Entstehung oder Entwicklung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vor allem im Gefahrenabwehrrecht steht, nämlich die Verhältnismäßigkeit in der Auswahl des Adressaten der Maßnahmen. Praktisch sämtliche Maßnahmen in ihrer grundrechtseinschränkenden Wirkung werden derzeit an Nichtstörer gerichtet. Das ist ein tragendes Prinzip des Gefahrenabwehrrechts, dass zunächst und nur der Störer, das heißt derjenige, von dem die Gefahr ausgeht oder der verantwortlich ist für die Zustände, von denen die Gefahr ausgeht. Sämtliche Verordnungen nach § 32 des Infektionsschutzgesetzes sind praktisch ausschließlich, jedenfalls aber ganz überwiegend an die Gesamtbevölkerung gerichtet, beziehungsweise weite gesellschaftliche Kreise. Ich habe größte Zweifel, ob nicht die Gerichte, die bisher ja wohlgemerkt nur im vorläufigen Rechtsschutz summarische Prüfungen der Rechtmäßigkeit und der Verfassungsgemäßheit auch durchführen, ob die nicht in den Hauptsacheverfahren, die jetzt erst beginnen,
die noch, wir haben noch keine Entscheidung in Hauptsacheverfahren nach meiner Kenntnis, ob die nicht dann sagen werden, ja, das ist alles verfassungswidrig, weil der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz offenkundig nicht beachtet wurde, denn es ist ja nicht einmal eine Differenzierung nach Störern und Nichtstörern vorgenommen worden. Und damit, wenn keine Differenzierung vorgenommen wird, dann fehlt es automatisch an der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage. Denn 28 nimmt diese Differenzierung nicht vor und die Maßnahmen sind ausschließlich an Nichtstörer gerichtet. Das heißt, die Nichtstörerinanspruchnahme hat keine gesetzliche Grundlage. Sie ist verfassungswidrig. Das ist der eine Punkt. Aber auch selbst wenn man der Ansicht wäre, dass die Unterscheidung zwischen Nichtstörer und Störer nicht unmittelbar zur Verfassungswidrigkeit führt, so muss man zu der Erkenntnis gelangen, dass allein der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in seiner Dreistufigkeit die Folge haben muss, dass sämtliche Corona-Verordnungen nichtig sind. Die Corona-Verordnungen regeln ja nicht gezielte, abstrakte Bestimmungen, wie der Gefahrenabwehr begegnet werden muss oder den Gefahren begegnet werden muss, um die geschützten Rechtsgüter zu sichern oder die Gefahr von ihnen abzuwenden, sondern die Corona-Verordnungen der Bundesrepublik regeln quasi im Einklang eine völlige Neubestimmung der Lebensverhältnisse der Menschen und des öffentlichen Lebens. Das kann nie eine gefahrenrechtliche Exekutivverordnung von Landesregierungen leisten. Das kann niemals dem Parlamentsvorbehalt genügen, dass man wegen einer zweifellos dramatischen epidemischen Lage gewissermaßen die kompletten Lebensverhältnisse oder wie der Bundesgesundheitsminister es ja auch ausgedrückt hat, gewissermaßen die Geltung der Grundrechte in weiten Teilen einschränkt. Das kann nicht Gegenstand einer Exekutivverordnung sein, insbesondere nicht, weil § 28 als Generalklausel in keiner Weise hierzu ermächtigt. Damit ist der Parlamentsvorbehalt hin. Ich will noch zum Entwurf des § 28a was sagen. § 28a legt jetzt fest, formuliert als Regelbeispiele sämtliche Maßnahmen, die die Corona-Verordnungen in den letzten Monaten probiert haben, festgelegt haben. Sämtliche Maßnahmen sind wiederum in 28a ausschließlich an Nichtstörer, also ausschließlich an die Gesamtbevölkerung gerichtet. Diese Maßnahmen verstoßen gewissermaßen, wenn sie als Regelbeispiele genannt werden, schon per se gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der, wie gesagt, weit oberhalb des Ermächtigungsgesetzes 28 in der Verfassung steht, eines der vornehmsten Verfassungsprinzipien ist. Es gibt jetzt schon eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen, nicht nur rechtsgelehrte Diskussionen, sondern schon Gerichtsentscheidungen, die sagen, dass die Maßnahmen in 28 Absatz 1, die dort aufgelistet sind, jedenfalls einzelne Maßnahmen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz passieren können, weil sie nicht geeignet sind. Beispielsweise der Lockdown, das ist so noch nicht entschieden worden, aber es ist offenkundig. Der Lockdown, der erste Lockdown setzte etwa 1 bis 2 Wochen nach dem Absenken aller Infektionskurven ein. Herr Gall, es ist eine offenkundige Tatsache, dass er nicht geeignet ist. Sie müssen zum Ende kommen. Habe ich schon 11 Minuten geredet? Wir sind sehr großzügig, weil in der ersten Runde hatte die AfD 3 Minuten verbraucht und das haben wir von den 11 Minuten abgezogen und jetzt sind Sie schon 1 Minute wieder drüber. Gut, dann lassen Sie mich noch das kurz zu Ende führen, diesen Gedanken. Sämtliche Maßnahmen, die dort genannt sind, sind in ihrer Geeignetheit und Erforderlichkeit auch in ihrer Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne in hohem Maße umstritten. Es gibt höchstrichterliche Entscheidungen, die große Zweifel an der Eignung der Maßnahmen begründen. Das Schließen einer Gaststätte um 23 Uhr wurde als völlig ungeeignet. Das Beherbergungsverbot ebenfalls als völlig ungeeignet. Nicht erkennbar, wo die Eignung liegen soll. Herr Gall, die Zeit ist deutlichst überschritten. Ich will nur den Satz noch, einen ganz anderen Satz zu Ende bringen. Können Sie dann vielleicht schriftlich einreichen, die nächste Frage? Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion über und die erste Frage stellt Herr Professor Dr. Ullmann.
Ja, herzlichen Dank. Die erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Wiesmann. Herr Wiesmann, wie beurteilen Sie die von der Bundesregierung vorgesehene Neuregelung des Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz aus verfassungsrechtlicher Sicht? Und wie ist nach Ihrer Auffassung die legitimatorische Wirkung des bisher vorgelegten gesetzlichen Neuregelung des Paragraphen 28a? Herr Professor Dr. Wiesmann. Ein Mikrofon ausschalten. Also der Professor Dr. Wiesmann ist eingeloggt, der ist da, hört uns hoffentlich auch und müsste sein Mikrofon freischalten. Das Mikrofon ist an, eventuell leise gestellt. Sonst würde ich sagen, die FDP stellt die nächste Frage und wir die Beantwortung der ersten Frage kommt dann, wenn wir Herrn Professor Wiesmann verstehen. Dann würde ja. Ach, da ist er. Dann übernehme ich. Ist er da? Oh, nein, ich hatte Sie jetzt nicht an der Stimme erkannt. Dann stellt jetzt die nächste Frage der Dr. Schindenburg. Ja, und ich nehme dann nicht den Professor Wiesmann, sondern einen anderen Sachverständigen. Und zwar möchte ich eine Frage stellen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und an die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung betreffend § 20i Absatz 3. Dort ist ja wieder eine sehr weit... Kann man mich verstehen? Ja. Das ist eine sehr weitgehende Ermächtigung des Gesundheitsministers enthalten, den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zu bestimmen. Und dazu meine Frage um die KBV und die KZBV. Halten Sie es nicht wieder für einen Einstieg in eine Aushebelung der der gemeinsamen Selbstverwaltung, die man hier also verschiedene Rechte dem Gesundheitsministerium doch dazu ohne Zustimmung des Bundesrates ermöglicht? Herr Dr. Gassen. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie waren extrem schlecht zu verstehen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch eine richtige Frage verstanden und beantworten werde. Also ich hatte den Eindruck, Sie stellten darauf ab, dass beispielsweise auch Impfungen, Testungen im Rahmen der Rechtsverordnung Mitwirkungspflichten definiert werden. Habe ich das so richtig verstanden? Das finden wir grundsätzlich problematisch. Wir glauben, dass Herr Dr. Gassen... An den Vorsitzenden, Entschuldigung bitte, so geht es nicht. Ich glaube, da ist im Außensaal noch Mikrofone an. Und das halt hier ganz fürchterlich. Bitte checken im Ausschusssaal, ob da die Mikrofone an sind. Im Ausschusssaal sind alle Mikrofone aus. Ja, jetzt klingt es auch besser. Ja, gut. Herr Dr. Gassen, können Sie direkt ins Mikrofon sprechen, damit Sie besser zu verstehen sind? Ja, mache ich sehr gerne. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ist es okay? So ist es okay. Okay, prima. Also die Frage, und ich hoffe, dass ich Sie richtig verstanden habe, inwieweit die Rechtsverordnung beispielsweise Mitwirkungspflichten der KV definiert. Das finden wir schwierig. Wir lehnen das ab. Wir würden dringend empfehlen, auf die bewährten Regelungstechniken auszuweichen, die gerade die regionalen Strukturen berücksichtigen. Da gibt es regionale Impfvereinbarungen. Und wenn wir die jetzt über die RVO sozusagen vor die Tür gestellt bekommen, dann ist das ein erheblicher Eingriff in die Selbstverwaltung. Das ist quasi eine Mischverwaltung, die finden wir weder zielführend noch sachgerecht. Und wir glauben tatsächlich, die Sicherstellung pandemiebedingter Impfung beispielsweise ist auf Ebene der Länder zu verorten, um dann eben in Abstimmung mit den örtlichen Selbstverwaltungsstrukturen hier regionale, flexible Lösungen zu entwickeln. Herr Dr. Esser. Ja, ich schließe mich der Ausführung von Herrn Dr. Gassen vollständig an, da ich auch die Frage von Herrn Schindenburg nicht zu 100% nachverfolgen konnte. Aber das, was Herr Gassen gesagt, trifft voll auch die Meinung der KZBV. Danke. Ja, vielen Dank. Frage ist beantwortet. Ja,
Herr Professor Dr. Wiesmann ist nicht im System, sodass wir also weitermachen müssen. Jetzt hört man wieder nichts. Mit einer. Aus dem Ausschuss. Achso, Entschuldigung. Herr Professor Dr. Wiesmann ist nicht im System, sodass also Sie, Herr Professor Dr. Ullmann, eine neue Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich höre nichts aus dem Ausschusssaal. Also. Jetzt hören wir was. Ja. Achso, also Sie. Sie haben die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, nur möglichst nicht an den Professor Wiesmann, weil der nicht im System ist. Okay, mir wurde gerade signalisiert, er sei wieder eingeloggt. Deswegen bin ich jetzt irritiert von der Technik her. Ich höre jetzt wieder nichts. Also wir verstehen Sie. Okay, also meine Fragen konvolut gehen eigentlich an den Professor Wiesmann. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir die nächste Fraktion dran nehmen, bis Herr Wiesmann wieder online ist. Er war ja gerade eingeloggt. Der Professor Wiesmann ist wieder online. Sehen Sie, wusste ich es doch. Dann ist die Frage, ob er meine erste Frage wahrgenommen hätte oder ob ich sie beantworten könnte. Dann hat der Professor Dr. Wiesmann das Wort. Ich schlage vor, dass wir die Fraktion Die Linke jetzt mit ihrer Fragerecht dran nehmen und dann anschließend noch mal probieren, mit der FDP weiterzumachen, damit Sie Ihre Fragen an den Professor Wiesmann stellen können. Genau, und wir versuchen im Hintergrund etwas hinzubekommen. Alles klar, dann ist das Fragerecht jetzt bei der Fraktion Die Linke und die erste Frage stellt Herr Movisat. Ja, danke schön. Meine Frage geht an Frau Professor Klafki. Ich vernehme von Ihnen, von Dr. Kiesling, von Professor Möllers vorsichtig formuliert, dass der Mehrwert der geplanten neuen Regeln sich in Grenzen hält. Es liegen ja auch nun Entscheidungen vor des Verfassungsgerichtshofes des Saarlands, die Entscheidungen des Hamburger Verwaltungsgerichtshofs und insbesondere auch des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, die relativ gute Hinweise geben, welche Anforderungen an die Gesetzgebung bestehen. Und Frau Professor Klafki, ich würde gerne wissen, ob aus Ihrer Sicht die geplanten Änderungen den Anforderungen, die die Gerichte formulieren, gerecht werden. Also werden die Änderungen des Gesetzgebers, die geplanten Änderungen dem gerecht, was die Gerichte sozusagen an Hausaufgaben uns aufgegeben haben? Frau Professor Dr. Klafki. Ja, vielen Dank für die Frage und für das Wort. Wenn man die veröffentlichten Entscheidungen zu Corona-Schutzmaßnahmen über die Dauer der Pandemie analysiert, dann zeigt sich, dass die Gerichte zu Beginn der Pandemie sehr, sehr großzügig waren und zu Recht argumentiert haben, bei unvorhersehbaren Krisen hat die Exekutive weite Entscheidungsspielräume und dass dieser 28 IFSG, wie er jetzt besteht, ausreiche. Diese Rechtsprechung hat sich aber über die Zeit sehr, sehr stark verändert. Die Erfolgsquote von gerichtlichen Eilanträgen gegen Corona-Maßnahmen steigt stetig an. Und schon seit Mitte April mahnen der VGH Bayern, Baden-Württemberg und das Landesverfassungsgericht Sachsen an, dass die Rechtsgrundlagen angesichts der andauernden Krise zu unbestimmt sind. Im August hat dann das saarländische Verfassungsgericht die dortige Verordnung wegen Verstoßes gegen den Parlamentsvorbehalt aufgehoben. Das Verwaltungsgericht Hamburg ist jetzt nachgezogen und weitere Gerichte signalisieren immer mehr, dass ihre Geduld am Ende ist. Ich glaube zudem, dass die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger angesichts des gegenwärtigen parlamentarischen Diskursausfalls sinkt. Nun in einem einzigen Paragraphen mit einigen wenigen Schlagworten die erheblichsten Freiheitsbeschränkungen seit Bestehen der Bundesrepublik mit vagen Tatbestandsvoraussetzungen und ohne jegliche Begrenzung auf Rechtsfolgenseite regeln zu wollen, halte ich, wie schon gesagt, für zu unbestimmt. Ob das den Gerichten reicht, bezweifle ich auch.
Ich teile auch die Auffassung nicht, dass man das Geschehen jetzt 9 Monate nach Beginn der Pandemie nicht vorhersehen könnte und dass man keine genauen Regelungen treffen könnte. Seit 9 Monaten werden ja in den Ländern genauere Bestimmungen getroffen. Warum das jetzt dem Parlament nicht möglich sein soll, erschließt sich mir nicht. Auch wenn man mal einen rechtsvergleichenden Blick nach Österreich und in die Schweiz wagt, sieht man, dass andere Parlamente sich durchaus in der Lage sehen, bestimmte Regelungen zu treffen. Auch denke ich, dass durch eine genauere Definition der Maßnahmen oder zeitliche Befristung mit Verlängerungsoptionen keine Flexibilität verloren geht. Eine angemessen bestimmte Regelung im Wege der Standardmaßnahmen hindert die Landesbehörden auch nicht daran, diese Maßnahmen dann in der Gesetzesanwendung kumulativ in ein umfassendes Schutzkonzept einzubetten. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist wegen des Verhältnismäßigkeitsgebots sehr sinnvoll. Dennoch sollte man bestimmtere Ermächtigungsgrundlagen schaffen. Das Grundgesetz verlangt nun mal, vorhersehbare schwere Grundrechtseingriffe möglichst genau zu regeln. Formulierungsvorschläge von Frau Dr. Kiesling liegen auf dem Tisch und ich denke, es lohnt sich, sich parlamentarisch damit zu befassen, um einerseits Rechtssicherheit für die Landesbehörden zu schaffen, sodass nicht immer wieder Maßnahmen aufgehoben werden müssen von den Gerichten und aber auch andererseits den Bürgerinnen und Bürgern zu signalisieren, dass die Maßnahmen vom Parlament legitimiert sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Strettmann. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Frau Professor Klafki, Sie haben schon mit Ihrer Antwort im Grunde meine Frage ein Stück weit weggenommen. Trotzdem will ich anknüpfen an das, was der Kollege Professor Dr. Möllers gesagt hat. Wir haben ja, glaube ich, zum einen die juristische Dimension, die Sie gerade aufgezeigt haben, und wir haben ja die politische Dimension, die Professor Dr. Möllers stark gemacht hat. Und da hat er aus meiner Sicht sehr stark an den parlamentarischen Demokratiegedanken angeknüpft, nämlich die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen. Wenn Sie sich jetzt vor diesem Hintergrund den § 28a Infektionsschutzgesetzentwurf anschauen, den Sie ja genau gesehen haben, wären Sie der Meinung, dass auf der Straße die Bevölkerung einen juristischen Zugang und eine Akzeptanz zu diesen Regelungen finden könnte, beziehungsweise wäre der § 28a zu verbessern und wenn ja, wie? Frau Professor Dr. Klafki. Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich kann mich den Ausführungen von Professor Müllers uneingeschränkt anschließen. Also ich sehe es genauso. Und in der Tat, wie ich eben auch schon angedeutet habe, glaube ich, dass zu diesem Zeitpunkt in der Pandemie die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit vom Parlament auch erwarten, dass darüber diskutiert wird, welche Maßnahmen bis zu welchem Grad angemessen sind, unter welchen Umständen, inwiefern Entschädigungspflichten bestehen müssen und all diese Dinge. Und ich glaube, je mehr Mühe man sich damit gibt, das zu regeln, desto höher wird dann auch die Akzeptanz sein. Natürlich darf man sich auch keine Illusionen machen. Es wird immer Gegner geben dieser Corona-Maßnahmen. Dennoch denke ich, dass es sehr wertvoll sein kann, um sozusagen die Menschen zurückzuholen zu unserem parlamentarischen System, um zu verhindern, dass sie immer mehr abwandern in irgendwelche außerparlamentarischen Bewegungen, die zum Teil gefährlich sind, wenn man das parlamentarisch diskutiert. Nun die Frage, wie kann man das besser machen als im 28a? Ich glaube, man muss eben einfach ein paar mehr Normen normieren und gerade für die besonders grundrechtseinschneidenden Maßnahmen in einzelnen Paragraphen genau auflisten, was sind jetzt tatbestandlich die Voraussetzungen, also zum Beispiel, dass bestimmte Maßnahmen nur getroffen werden können, wenn die Überlastung des Gesundheitssystems droht oder ähnliches. Und für mildere Maßnahmen reichen dann auch Generalklauseln aus, zum Beispiel die Maskenpflicht. Und dafür gibt es konkrete Formulierungsvorschläge. Frau Dr. Kiesling hat sie ihrer Stellungnahme angehängt. Ich halte dies für angemessen, um das pandemische Geschehen gut abzubilden, aber auch außerhalb einer pandemischen Lage eine gute Rechtsgrundlage zu haben. Und denke, das wäre ein sehr guter Diskussionsgrundlage, um bestimmtere Ermächtigungsgrundlagen zu schaffen. Vielen Dank, Herr Movesat. Sie stellen die nächste Frage. Okay. Meine Frage geht an Professor Möllers. Wir sehen ja jetzt ein sehr schnelles Gesetzgebungsverfahren wieder und immer wieder neue Gesetzgebungsverfahren. Und wir haben zugleich natürlich die Situation, dass es von vielen Bürgerinnen und Bürgern Kritik an den Maßnahmen gibt. Und mich würde an Sie gerichtet interessieren,
Ja, wie bewerten Sie den politischen Diskurs? Meinen Sie, dass die Akzeptanz, also dass die Regelungen auch geeignet sind, Akzeptanz bei der Bevölkerung zu schaffen oder nicht? Also wie bewerten Sie das unter dem Aspekt der öffentlichen Wahrnehmung? Herr Professor Dr. Möllers. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine Frage, mit der ich nicht so etwas spekulativ antworten muss. Ich würde vielleicht sagen, mit Blick auf die Rechtslage, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen anzugehen, nach allem, was wir wissen, auch demoskopisch, dass es extrem hoch ist, dass die Bereitschaft, die anzunehmen, aber auch sehr davon abhängt, dass sie sozusagen irgendwie stimmig und kohärent wird. Nicht? Das haben wir gesehen bei der Frage der ganzen Verbote von Beherbergungsverboten. In dem Augenblick, wo sozusagen die Kohärenz wegbricht, in dem Augenblick, wo man das Gefühl hat, die Rechtfertigung ist diffus oder nicht mehr kohärent, dem Augenblick wird alles in Frage gestellt. Ich glaube, das muss man sich schon klar machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man diese Maßnahmen erklären muss und dass man sich in der Erklärung auch der Rationalität solcher Maßnahmen vergewissern muss. Und dazu dienen halt auch tatsächlich parlamentarische Verfahren, indem man halt auch viele Interessen abbildet und viele Leute erstmal überhaupt einbezieht. Die Exekutive hat ja gerne den Anspruch, schnell und kompetent zu sein, aber ehrlich gesagt, wenn man sich die Rechtsverordnung so anguckt, ich nehme mal das Land Niedersachsen exemplarisch, es wird halt sehr, sehr viel gemurkst in einer Art und Weise, die man vielleicht im Gesetzgebungsverfahren so auch nicht hätte, weil da auch nochmal mehr Leute drauf gucken. Dann kann man sagen, da gibt es ein Problem, wenn es Zeitmangel gibt, aber das Problem sehe ich im Moment eigentlich nicht so. Wir warten eigentlich schon im März dieses Jahres antizipiert, wir wussten Wochen schon vorher, dass da was kommen wird, dass endlich die Schulen schließen müssen. Wir kennen diese Prozesse. Natürlich ist das vom Parlament viel verlangt, vielleicht schneller als sonst zu arbeiten, aber es scheint mir doch möglich. Entscheidend ist doch, dass wir doch alle, wenn wir an die parlamentarische Demokratie glauben, auch daran glauben, dass das Verfahren der Interessenabgleichung, der transparenten Abgleichung und so weiter eins ist, dass sie das besser haben. Und diese Verbesserung ist dann eine, die in der Tat dazu führt, dass solche Dinge wie vielleicht bei den Beherbergungsverboten nicht passieren. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass die Akzeptanz der Maßnahmen so bleibt, wie sie sich bis jetzt. Herr Professor Dr. Möllers, die Zeitkontingent ist abgelaufen. Ich bedanke mich und wir versuchen es jetzt nochmal mit der Antwort von von Herrn Professor Wissmann. Er müsste telefonisch zugeschaltet sein, so wurde mir gerade signalisiert. Ja, Herr Professor Dr. Wissmann, Sie haben das Wort. Ich schlage vor, dass wir mit der Fragerunde der Bündnis 90 Grünen weitermachen. Und dann stellt die erste Frage die Frau Dr. Rottmann. Vielen Dank. Ich möchte noch ein bisschen in die Richtung fragen, wie könnten wir es gut machen? Und zwar an Herrn Professor Dr. Möllers und an Frau Dr. Kiesling. Und meine erste Frage ist, können Sie aus Ihrer Sicht erläutern, welche wesentlichen Schranken für Grundrechtseingriffe gegebenenfalls auch gestaffelt nach der Infektionslage klargestellt werden müssten? Also ich nenne Beispiele, zum Beispiel eine Untergrenze, eine Art soziales Existenzminimum durch tägliche Kontaktmöglichkeiten mit zumindest einer externen Person auch in Heimen, Grenzen für die Beschränkung von Versammlungen oder die Sicherung des Kindeswohls bei der Beschränkung von Schul- und Kindergartenbesuch. Herr Professor Dr. Möllers. Ja, ich denke, es gibt sozusagen die große, die kleine Variante, das Gesetz zu verbessern. Die große Variante wäre, die dann wirklich einmal ranzugehen, Standardmaßnahmen zu kodifizieren, die dann in der Tat auch konzeptfähig war. Den Widerspruch, den Herr Wollenschläger aufgetan hat, sehe ich da eigentlich auch nicht. Und dazu hat in der Tat, glaube ich, Frau Kiesling unter all dem, was wir in der Literatur kennen, am meisten vorgelegt. Die kleine Variante wäre, in der Tat zu sagen, wir machen jetzt mal 3-4 Dinge, die das Gesetz jedenfalls etwas krisenfester machen. Dazu gehört erstens mal, die pandemische Notlage zu definieren, zu sagen, was das eigentlich ist. Dazu gehört zweitens, Verfahrensvorkehrungen zu treffen, Befristungen und Beschränkungen, Begründungspflichten.
und Berichtspflichten auch, wie mir scheint. Und dazu gehört dann drittens, in der Tat, Frau Rottmann, das würde ich auch so sehen, dem Gesetz wird auch nochmal ein paar Wertungen beizugeben, die bestimmte Sachen im Ergebnis ausschließen. Denn man muss ja sagen, so wie der 28a jetzt aussieht, schließt er nichts aus. Es ist keine Maßnahme denkbar, die nicht mit 28 getroffen werden kann. Und dieser Ausschluss betrifft in der Tat erst einmal politische Gewichtung, zum Beispiel genannt am Kindeswohl. Zu Ihnen gehören aber sicherlich zumindest mal drei Dinge, die ich nennen will. In der Tat ein Isolationsverbot. Man kann nicht einfach alte Leute oder sonst wen sagen, wegsperren, sodass sie niemanden sehen, mit dem sie eine Beziehung führen. Man darf übrigens auch keine Ehepaare im getrennten Haus verhalten, wohnen und nicht eine Wohnung teilen, wegsperren. Das haben wir im Moment, ist es im Moment im Grunde ja ordnungswidrig, sich dann zu treffen. Zweitens gehört dazu solche Dinge wie Ausgangssperren jedenfalls so zu reduzieren, dass wir so etwas wie eine allgemeine Möglichkeit von Versammlungs- und Religionsfreiheit unter bestimmten Bedingungen überhaupt noch haben können, also ein Minimum hier, nicht wahr? Und drittens gehört dazu meines Erachtens auch, aber darüber kann man sicherlich reden, auch nochmal in der Tat Bildung und Kindeswohl in gewisser Weise in einem besonderen priorisieren. Wenn man, lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, wenn man es so regelt, wie es jetzt geregelt ist und einfach nur allgemeine Verhältnismäßigkeitsanforderungen macht, dann wälzt man die politische Entscheidung, ob Schulen wichtiger sind als anderes, auf Gesundheitsämter ab. Dann wälzt man die politischen Entscheidungen darüber, wie priorisiert wird, halt absolut auf die Exekutive ab, die aber doch eigentlich im Parlament getroffen werden müssen. Und damit wird man auch verantwortlich als Bundestag für Exzesse. Für Dinge wie zum Beispiel, ja, Kinder sollen von ihren Eltern getrennt werden, hatten wir in Berlin. War natürlich Unsinn, aber lässt sich so dem Gesetz nicht entnehmen. Alte Leute werden isoliert. Ist vielleicht im Ergebnis keine gute Gesetzesdoktor, aber lässt das Gesetz zu. Das heißt, absolute Grenzen zu ziehen, scheint mir eine wichtige Aufgabe des Gesetzgebers zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Kiesling. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich schließe mich auch aus Zeitgründen dann erstmal Herrn Möllers in der Hinsicht vollumfänglich an. Man könnte vielleicht noch ergänzen, dass man auch bei existenzgefährdenden Eingriffen, also bei Betriebsschließungen, die wir jetzt haben, dass man da auch, da wird es auch eine Grenze geben. Da ist noch sicher noch nicht ganz klar, wo genau man die denn zieht, aber dass wir da auch ab einer gewissen Dauer eine Entschädigung brauchen, was ja im Moment politisch aufgefangen wird durch diese Zusagen von Hilfszahlungen, aber das ist eben kein Rechtsanspruch. Also wir müssen auch das Infektionsschutzgesetz an der Stelle ergänzen, dass man dann da wirklich einen Entschädigungsanspruch unter bestimmten Voraussetzungen natürlich regelt. Vielen Dank, Frau Dr. Rottmann. Vielen Dank, Frau Dr. Kiesling. Das ist die Vorlage für meine nächste Frage, gerade mit Blick auf das VG Hamburg von vorgestern. Können Sie noch mal zuspitzen, wie dringlich es ist, eine Entschädigungsregelung ins Infektionsschutzgesetz aufzunehmen, im Unterschied zu Hilfszusagen außerhalb des Infektionsschutzgesetzes? Und können Sie sich da eine Schwelle vorstellen, ab der man auf jeden Fall von einem Sonderopfer ausgehen muss, was zu entschädigen ist? Frau Dr. Kiesling. Ja, vielen Dank. Ja, das mit dem Sonderopfer, das ist ja so ein Begriff, der so genau definiert ist. Aber wenn wir mal von dem Begriff weggehen, da müsste man sicher unterscheiden zwischen Beschränkung der Betriebsausübung und natürlich vollständigen Untersagungen und auch in zeitlicher Hinsicht sicher. Und nochmal, wie ich es gerade schon kurz gesagt habe, ein Rechtsanspruch ist eben viel mehr, als wenn wir nur politische Zusagen haben, wo dann ja auch noch zum Teil unklar ist, wer bekommt das überhaupt und in welcher Höhe. Deswegen müssen wir da das Infektionsschutzgesetz auf jeden Fall an der Stelle ergänzen. Und was auf jeden Fall auch, abgesehen, wenn man das jetzt nicht nur so einzelne Betriebe anguckt, man darf natürlich auch, oder wenn einzelne Branchen unterschiedlich behandelt werden, also wir machen eine Branche sozusagen komplett dicht und eine andere nicht, dann könnte man da auch schon davon sprechen, ob das dann ein Sonderopfer ist, wenn sich jetzt nicht gerade in der Branche dann ein besonderes Infektionsrisiko irgendwie realisiert. Das ist in der Rechtswissenschaft noch so ein bisschen umstritten, aber da ja, wird sehr viel darüber diskutiert und das kann jedenfalls nicht völlig entschädigungslos so ohne Anspruch weitergehen, so wie das bislang eben. Also wir haben da einfach eindeutig eine Regelungslücke. Vielen Dank, Frau Dr. Rottmann. Noch eine Frage. Also in dem aktuellen Entwurf des 28a wird ziemlich gleichgestellt Untersagungen zum Beispiel von Einrichtungen, die der Kultur oder Freizeitgestaltung zuzurechnen sind.
Wie sehen Sie denn, Herr Professor Möllers, Frau Kiesling, die Bedeutung der Spezialgrundrechte, also zum Beispiel Kunst- und Kulturfreiheit, die Kunstfreiheit, muss die nicht auch in der Differenzierung von Maßnahmen sich ausdrücken? Frau Dr. Kiesling. Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Grundrechte, die durch diese unterschiedlichen Maßnahmen betroffen sind. Wir haben gerade jetzt aber auch im Grundgesetz nicht irgendwie so eine Hierarchie, dass man sagt, der Bereich, der darf erst als allerletzter Bereich irgendwie dann ja, beschränkt werden. Das hätten wir vielleicht eher, wenn wir das jetzt auch mal auf die Erkenntnisse zum Coronavirus begrenzen, was überhaupt so die Kinder, was die Belange der Kinder angeht, weil je kleiner die Kinder sind, desto weniger scheinen sie irgendwie infektiös zu sein. Und ansonsten würde ich jetzt, also ich würde sagen, aus Artikel 5 Absatz 3 ergibt sich jetzt nicht irgendwie ein Verbot, da die Kultureinrichtungen zu beschränken. Da muss man einfach auch noch neben dem betroffenen Grundrecht natürlich sich auch noch anschauen, was ist denn jeweils da vor Ort das konkrete Infektionsrisiko. Das muss man an der Stelle immer mit berücksichtigen. Und wenn wir natürlich Veranstaltungen haben mit vielen Personen, kann ich dann natürlich auch was beschränken. Das heißt, ich muss sie nicht erstmal vollständig anders behandeln als andere Bereiche, die eben in ähnlicher Weise ja, das Infektionsrisiko da an der Stelle haben. Frau Dr. Hottmann, wir haben noch 2 Minuten. Dann stelle ich dieselbe Frage noch an Herrn Möllers. Herr Professor Dr. Möllers. Ja, vielen Dank. Ich kann eigentlich nichts anderes sagen als Frau Kiesling. Ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Grundrechten, die nicht alle einschränkbar sind, und sozusagen den Bewertungen der Priorisierung. Ich würde jetzt auch nicht sagen, aus dem Grundgesetz folgt, dass Kunst wichtiger ist als Freizeit oder umgekehrt, sondern man muss eher sagen, das ist erstmal eine Frage, die der politische Prozess beantworten muss, aber er muss sie halt auch beantworten. Und da kann man natürlich schon sagen, klar, man kann sagen, wenn das kulturelle Leben zum Erliegen kommt, dann gibt es da vielleicht eine Grenze oder andere Wertungen treffen. Und es ist gar nicht sozusagen, ich habe keine Kompetenz dazu, Ihnen sozusagen das vorzugeben, aber ich glaube, dass es sozusagen völlig fehlt bei einer Maßnahme, der anders als zum Beispiel Terrorismusbekämpfung die gesamte Gesellschaft betrifft. Alles. Das scheint mir das eigentliche Problem einer Gesetzesregelung zu sein. Vielen Dank. Wir haben noch gut 1 Minute. Sie entscheiden, Frau Dr. Rottmann, ob das für uns gewonnene Lebenszeit ist oder Erkenntnis für die Grünen. Wir haben, glaube ich, alles gefragt und wir haben sehr viele, sehr gute Antworten bekommen. Ich danke. Vielen Dank. Jetzt versuchen wir es wieder mit dem Professor Dr. Wiesmann. Der hat jetzt das Wort. Okay. Wir machen das. Ich habe hier ihn in der Leitung als Backup und ich schalte ihn jetzt auf Lautsprecher, dann kann man das auch hören. Gut. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich jetzt im Saal und an allen Endgeräten zu hören bin. Ich danke sehr für diese zusätzliche Bemühung. Klapp. Ich hatte die Fragen noch verstanden und konnte doch auch jetzt der letzten Debattenteile mitverfolgen. Die Sache brach zusammen, als es bei mir hier ernst wurde. Ich glaube, wir haben im letzten Block jetzt noch einmal eine Reihe von wichtigen Einzelfragen miteinander debattieren können. Und jetzt im Schlussbogen kann man vielleicht noch einmal zurückkommen zu der Grundanfrage, nützt denn das, was jetzt hier vorliegt, unserem gemeinsamen Anliegen, nämlich in einer ernsten Lage, vernünftige Gesetzgebung vorzulegen? Aus meiner Sicht verbietet die ernste Lage, in der wir stehen, Symbolgesetzgebung. Und deswegen muss man mit dem bisher Vorliegenden unzufrieden sein. Wenn diese Regelung des § 28a Infektionsschutzgesetz, so wie sie jetzt vorgesehen ist, alleine stehen bleiben würde, dann hätten wir im Grunde verfassungsrechtlich weiße Salbe oder ein Placebo. Und das ergibt sich letztlich aus einer ziemlich einfachen Kontrollüberlegung. Regelung des 28 Absatz 1 irgendetwas erlaubt, was bisher nicht erlaubt war, oder wird irgendetwas verboten, was bisher aber erlaubt gewesen wäre? Beides ist auch im Lauf der Anhörung ziemlich eindeutig mit Nein beantwortet
worden. Auch der Gesetzgeber selber will das ja gar nicht. Es sollen ausdrücklich keine Einschränkungen oder weitergehende Maßnahmen durch 28a ermöglicht werden. Das heißt, wir haben keinerlei materiellrechtliche Substanz, keine Steuerungswirkung, die erfolgt weiter allein durch den Tatbestand des 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz beziehungsweise durch die Verfassung. Das heißt, das, was wir hier vorfinden, ist höchstens eine Bestimmtheit des Gesetzes zweiter Ordnung, nämlich eine deklaratorische Aufzählung. Und deswegen ist zu der Frage der legitimatorischen Wirkung des Gesetzes letztlich zu sagen, Legitimation muss ja nicht nur durch Gerichte oder für Gerichte geschaffen werden, dass die dann wissen, was sie zu tun haben, sondern Legitimation muss ja auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die in höchster Anspannung zurzeit sind, geliefert werden. Und dann kann dieser Gesetzentwurf des 28a alleine nichts wirken. Vielleicht ein Satz noch dazu, weil Herr Brenner und Herr Wollenschläger so auf Absatz 2 abstellen. Ich denke, wenn man es sorgfältig abschichtet, kann auch der Absatz 2 keine Steuerungswirkung entfalten und soll das wiederum ja auch gar nicht. Wer dann welche Maßnahmen am Maßstab des Absatzes 2 ergreifen kann, das wird schlicht durch das Gesetz nicht vorgegeben. Die Maßnahmen sind eben nicht zwischen Absatz 1 und Absatz 2 miteinander verbunden. Außerdem ist die Kennzeichnung 35 und 50 als Indizierung ja auch durch die medizinischen Fachleute als letztlich ungeeignet gekennzeichnet worden. Das heißt, wir machen hier letztlich eine Scheinbestimmtheit im Gesetz, die für die Leute vor Ort nichts nützt und eben auch keine echte Legitimation schafft. Vielen Dank. Wir haben noch gut eine Minute. Professor Ullmann, Sie könnten noch eine Frage stellen. Ich versuche es mal ganz schnell. Herr Professor Dr. Wiesmann, wie beurteilen Sie die von der FDP-Fraktion eingebrachten Antrag, Infektionsschutzmaßnahmen auf eine klare gesetzliche Grundlage stellen, Demokratie und Parlamentarismus stärken? Herr Professor Dr. Wiesmann. Ich glaube, dieser Antrag wie auch die anderen Anträge aus der Opposition haben einen ganz wichtigen Punkt und das ist heute ein Ertrag dieser Anhörung. Wir können mit dem Element des 28a nur arbeiten, der bringt uns nur dann voran, wenn wir Berichtspflichten daneben stellen, wenn wir Begründungspflichten daneben stellen. Das Parlament muss ein aktiver Akteur in dieser Situation bleiben und eben nicht nur politisch begleiten, sondern mitentscheiden, mit Verantwortung übernehmen. Das ist dann ein moderner Regulierungsansatz, der uns in dieser Notzeit, wir reden hoffentlich nur von dem nächsten halben Jahr, einer besonderen Herausforderung für alle Staatsorgane und die Gesellschaft weiterhelfen kann. Ich bin dann auch optimistisch, dass das auch Gerichte überzeugt und auch die Gesellschaft überzeugt, wenn der Bundestag, wenn die Landtage durch Berichte, durch Begründungen einfordern, dass die Exekutive darlegt, was sie tut. Das schiene mir in der Kombination als Regulierungsmix das, was im Moment angezeigt ist. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Professor Dr. Ullmann für den technischen Support. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich bedanke mich bei allen. Das war eine große Herausforderung, das also online und präsent umzusetzen. Ich bedanke mich für die Geduld und wünsche dem weiteren Verfahren einen guten Verlauf und wünsche allen noch einen angenehmen Nachmittag und bleiben Sie gesund. Die Anhörung ist beendet.